Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier aus dem Plenum des Deutschen Bundestages. Es ist eine normale Sitzungswoche. Wir warten auf die Regierungsbefragung. Aber natürlich haben die aktuellen Ereignisse hier auch den Bundestag erreicht. Und die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, wie gesagt, wird einige Worte zum Überfall der Hamas auf Israel sagen. Und in meiner gesamten Korrespondentenzeit habe ich den Mittwochmittag hier noch nie erlebt, dass es so voll im Deutschen Bundestag ist. Das Plenum ist rappelvoll gefüllt. Normalerweise werden ja seit einiger Zeit zwei Minister oder Ministerinnen in der Regierungsbefragung befragt. Heute Steffi Lemke und die Außenministerin Annalena Baerbock. Aber fast alle Minister sehe ich auf der Regierungsbank. Ich nehme auch an, dass der ein oder andere jetzt noch kommen wird in den nächsten anderthalb, zwei Minuten. Und auch in den Reihen der Fraktion ist fast jeder hier in diesem Plenarsaal, denn man will den Opfern die Ehre erweisen. Das ist völlig klar. Der Gong zeigt also an, dass die Bundestagspräsidentin den Saal betritt. Und wie gesagt, es ist kein normaler Mittwoch hier im Deutschen Bundestag. Das werden wir auch gleich von Bärbel Baas hier hören. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Bitte nehmen Sie Platz. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf der Ehrentribüne den Bundespräsidenten Herrn Frank-Walter Steinmeier. Und den Botschafter des Staates Israels, seine Exzellenz Herrn Ron Prosor. Danke, dass Sie in dieser für Sie schwierigen Zeit heute hier sind. Wir verurteilen die menschenverachtenden Terrorakte gegen Israel auf das Schärfste. Seit Samstag verüben die Hamas und andere Terroristen furchtbare Verbrechen gegen Israel. Das ist beispielloser Terror. Videos im Netz zeigen barbarische Gewalt gegen Familien mit kleinen Kindern und alten Menschen, die an einem Feiertag in ihrem Zuhause oder auf den Straßen zusammenkamen, gegen friedlich feiernde Menschen auf einem Musikfestival, gegen die Zivilbevölkerung, wie gegen Soldatinnen und Soldaten, gegen ein ganzes Land. Die Bilder zeigen Morde und Geiselnahmen. Sie zeigen Sadismus und Leichenschändung. Und sie zeigen Menschen, die diesen perfiden Terror feiern. Diese menschenverachtende Brutalität erschüttert uns zutiefst. Sie muss jeden von uns entsetzen und beschämen. Dieser Terror ist durch nichts zu rechtfertigen und muss sofort beendet werden.
Alle Geiseln müssen umgehend freigelassen werden. Und ich möchte hier auch ganz deutlich sagen, wir akzeptieren keinerlei Unterstützung dieser feigen und widerwärtigen Verbrechen. Wir akzeptieren auch nicht, wenn grausamste Verbrechen gegen Kinder, Frauen und Männer bei uns in Deutschland auf den Straßen oder im Netz gefeiert werden, wenn Terror verherrlicht wird. Und wir akzeptieren keine Zustimmung zu diesen Verbrechen, die unter dem Deckmantel von Relativierung daherkommt. Es gibt jetzt nur eine richtige Haltung. Die Verbrechen der Hamas verurteilen wir unmissverständlich. Wir akzeptieren keine Israelfeindlichkeit und keinen Antisemitismus in Deutschland. Wir müssen nun noch mehr als bisher alles daran setzen, jüdische Einrichtungen und jüdische Menschen in Deutschland vor Angriffen zu schützen. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Wir werden daher auch in dieser Woche, auch im Deutschen Bundestag, intensiv über Israels Sicherheit und die Lage im Nahen Osten sprechen. Morgen um 9 Uhr wird Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung abgeben. Gleich steht auch unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in der Regierungsbefragung Rede und Antwort. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen und seine Bevölkerung zu schützen. Sehr geehrter Herr Botschafter, ich versichere dem israelischen Volk, der Knesset und der israelischen Regierung die volle und uneingeschränkte Solidarität des Deutschen Bundestages. Wir stehen fest an der Seite unserer israelischen Freundinnen und Freunde. Und ich möchte auch im Namen des Deutschen Bundestages unser tiefes Beileid aussprechen. Wir trauern mit Ihnen, mit den Familien der Ermordeten. In diesen dunklen Stunden sind unsere Gedanken bei den Angehörigen aller Opfer, bei den Verletzten und bei den verschleppten Geiseln, die als menschliche Schutzschilde missbraucht werden, und bei den Familien, Angehörigen und Freunden, die um sie bangen. Ihre für uns unvorstellbaren Ängste lassen sich nicht in Worte fassen. Aber seien Sie sicher, wir fühlen mit Ihnen. Ich möchte Sie nun alle bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben für eine Schweigeminute, um an die Opfer zu denken. Ich danke Ihnen, dass Sie sich von den Plätzen erhoben haben. Ja, meine Damen und Herren,
Wegen der Momente hier im Deutschen Bundestag, der wirklich so gefüllt ist, wie ich das noch nie erlebt habe an einem Mittwoch. Und die Bundestagspräsidentin hat dem israelischen Volk die Solidarität des deutschen Volkes ausgesprochen, in Person des israelischen Botschafters Ron Prosor, der heute hier neben dem Bundespräsident auf der Ehrentribüne Platz genommen hat. Israels Sicherheit ist deutsche Staatssaison. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen und seine Bevölkerung zu beschützen. Frau Baas versicherte die volle und uneingeschränkte Solidarität des Deutschen Bundestags. Und man muss sagen, alle Fraktionen hier im Deutschen Bundestag waren sehr, sehr zahlreich vertreten. Man kann nur hoffen, dass in der weiteren Entwicklung des Krieges diese Rückendeckung aus Deutschland nicht nachlassen wird. So, und jetzt geht es weiter mit dem Ablauf, der hier normalerweise von Anfang an stattgefunden hätte, nämlich der Regierungsbefragung. Heute zwei Ministerinnen, nämlich Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin der Bündnisgrünen, und Bundesministerin für Umwelt Steffi Lemke, auch Bündnis 90 Grüne. Beide stellen sich jetzt hier den Fragen des Parlaments. Und man kann davon ausgehen, dass die aktuellen Ereignisse auch eine Rolle spielen werden, gerade was die Außenministerin angeht. Bärbel Baas hat es in ihrer Rede auch nochmal gesagt, es wird nicht akzeptiert werden, dass dieser Terror, den die Hamas-Terroristen in Israel verbreitet haben, hier auch auf deutschen Straßen gefeiert wird. Und jetzt also hier die Befragung der Bundesregierung mit den beiden Bundesministerinnen der Grünen. Für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Frau Steffi Lemke, benannt und nun die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst die Bundesministerin des Auswärtigen, Frau Annalena Baerbock. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, angesichts der besonderen Situation möchte ich auch gerne in Vertretung mit für meine Kollegin Steffi Lemke, die ja im Anschluss auch hier befragt wird, sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hunderte junge Frauen und Männer, die auf einem Musikfestival das Leben feierten, von Terroristen durch die Wüste gejagt, niedergemetzelt, ein Massaker. Alte Menschen, Familien, die in ihren Wohnzimmern den Schabbat begehen, brutal überfallen, getötet, geschändet. Mütter mit kleinen Kindern, auf Jeeps geprügelt, gedemütigt, als Geiseln verschleppt. Was Israel in diesen Tagen erleben muss, ist barbarisch. Es ist nicht zu ertragen, und ich glaube, niemand in diesem Raum kann die Trauer, das Leid der vielen, vielen Betroffenen und ihrer Familien überhaupt so richtig nachempfinden. Das Vorgehen der Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, ja, gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern die Pflicht, sich im Rahmen des internationalen Rechts gegen diesen furchtbaren Terror zu verteidigen. Schon jetzt ist klar, für Israel ist es der 7. Oktober 2023 eine Zäsur, der wohl blutigste Tag in der Geschichte des Landes. Wir stehen, wie gerade der Deutsche Bundestag unterstrichen hat, wir stehen als Bundesregierung fest an der Seite unserer israelischen Freunde. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Ich habe in diesem Verständnis gegenüber Israel all unsere Unterstützung in jeglichem Bereich angeboten. Das Perfide ist, dass das Leid von Zivilistinnen und Zivilisten, von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern Teil der Terrorstrategie der Hamas ist. Das Leid von jüdischen, israelischen Zivilisten, jetzt insbesondere von den verschleppten Geiseln, darunter auch
deutsche Staatsangehörige Doppelstaatlerin. Perfide ist diese Terrorstrategie auch, weil sie mit diesen Leben auf brutalste Art und Weise spielt. Sie spielt auch mit dem Leid und mit dem Tod von unschuldigen palästinensischen Frauen und Kindern, die die Terroristen der Hamas als menschliche Schutzschilder missbrauchen. Deswegen ist uns so wichtig, ist mir so wichtig, dass wir in dieser Situation den Beitrag, den wir von außen überhaupt leisten können, aber diesen Beitrag leisten, gemeinsam mit unseren Partnern und Freunden in Abstimmung mit Israel, daran arbeiten und alles dafür tun, das Drehbuch des Terrorismus nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Das heißt, alles dafür tun, dass dieses perfide Spiel mit Zivilisten von den Terroristen nicht aufgeht. In dem Sinne bin ich auch dankbar für die Debatte, die wir, insbesondere Sie hier im Haus, gestern unter den demokratischen Parteien geführt haben, über die Frage der weiteren Unterstützung. Es wäre falsch, die lebensnotwendige humanitäre Hilfe, die Versorgung von Familien mit Wasser, Essen und Lebensmitteln jetzt einzustellen, denn auch das ist Teil des Kalküls des Terrorismus. Klar ist, und Sie wissen das, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Bundesregierung wie auch die Europäische Kommission regelmäßig ihre Hilfe für die palästinensischen Gebiete überprüft. In dieser Ausnahmesituation überprüfen wir das alles nochmal. Ich möchte betonen, inklusive der humanitären Hilfe und auch in ganz enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Ebenso wichtig ist, dass wir mit den Vereinten Nationen alles dafür tun, dass es Safe Spaces, sichere Orte jetzt für Frauen und Kinder in Gaza gibt. Dafür leisten unterschiedliche VN-Einrichtungen jetzt ihren Beitrag. Was aber absolute Priorität hat in diesen Stunden, in diesen Tagen, ist Israels Sicherheit. Das ist der Fokus meiner Gespräche, das ist der Fokus meiner Arbeit mit Partnern in der Region, mit den unterschiedlichsten Partnern in der Region, die wir alle jetzt brauchen, und mit den Partnern in Europa ebenso wie auf der ganzen Welt, gerade mit unseren amerikanischen Freunden, um zu verhindern, dass die Hamas mit ihrem Terror einen Flächenbrand auslösen, dass weitere Akteure Öl ins Feuer gießen, um zu verhindern, dass das Drehbuch des Terrors weitergreift. Herzlichen Dank. Ich würde dann jetzt die Befragung direkt beginnen zum Geschäftsbereich und der beiden anwesenden Mitglieder der Bundesregierung. Und zuerst hat das Wort aus der CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Schön, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin. Wir haben alle mit Entsetzen die Bilder und die Nachrichten aus Israel gehört. Jeder, der sich etwas intensiver mit der Lage befasst hat, muss für sich feststellen, dass es an keinem Tag seit dem Holocaust einen solchen Massenmord an Juden gegeben hat, wie das am Samstag der Fall war. Das war ein ganz schlimmes Ereignis und deswegen müssen wir jetzt gemeinsam die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und ich freue mich, dass es sich abzeichnet, dass wir morgen in einer großen Geschlossenheit der demokratischen Kräfte in Deutschland diese Regierungserklärung, die Debatte und dann auch eine Entschließung fassen. Das ist gut so. Traumatisiert sind Menschen in Israel, aber eben auch Besucher Israels. Und viele unserer Büros haben E-Mails erreicht von Schulleitern, von Eltern, von Klassenlehrern, die über Tage nicht wussten, wie sie nach Hause kommen aus Israel. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Schulferien. Das ist die Zeit, wo auch viele kirchliche Gruppen in Israel sind, aus Nordrhein-Westfalen. Es hat sehr lange gedauert, bis sich irgendwie abzeichnete, wie es gehen könnte. Sie haben jetzt gestern Abend 22 Uhr, also aus israelischer Sicht in der Nacht, bekannt gegeben, die Lufthansa wird fliegen. Aber Tage vorher hat bereits andere Länder ihre Staatsbürger aus dem Land geholt. Warum hat das so lange gedauert? Frau Ministerin. Danke für Ihre Frage.
Auch das sind aus meiner Sicht Stunden, wie Sie gesagt haben, Tage gewesen, wo man sich als Vater, Mutter kaum vorstellen kann, wie man sich fühlt. Deswegen hat sofort am Samstag der Krisenstab der deutschen Bundesregierung getagt im Auswärtigen Amt, den ich unverzüglich einberufen habe. Deswegen haben wir von den ersten Stunden an sofort im Austausch natürlich mit unserer Botschaft vor Ort gestanden, die sich ein Bild in dieser absolut unübersichtlichen Situation davon gemacht haben, wie viele deutsche Staatsangehörige, sehr viele Doppelstaatlerinnen und Doppelstaatler betroffen sind. Und anders als Länder, die Sie ja eben gerade mit angesprochen haben, sind es bei uns eben nicht nur ein paar hundert, sondern über 100.000 deutsche Staatsangehörige, viele Doppelstaatler dabei. Wir haben deswegen dann sofort aufgerufen, sich in Elephant einzutragen. Das ist ja unsere Krisenliste, wer jetzt akut Hilfe möchte. Das hat dann ganz andere Zahlen ergeben von den Hunderttausenden, dass nicht alle natürlich sofort raus wollten. Und dann hat die Entscheidung von deutschen Airlines, anders im Übrigen als manch andere Airline, die Flugverbindung einzustellen, dazu geführt, dass nicht regulär Flüge angetreten werden konnten. Deswegen haben wir dann klar priorisiert, die haben die Schulklassen angesprochen. 17 sind es Stand heute, die sich bei uns gemeldet haben, die wir auf unterschiedlichen Wege zuallererst rausgebracht haben. Weil jeder, der minderjährige Kinder hat, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass wir Eltern, die deren Kinder dort waren, unterstützen konnten. Das ging nur auf unterschiedlichen Wege, weil wir keine Direktverbindung hatten. Manche mit Bussen nach Jordanien von dort aus geflogen, andere über Island. Die Möglichkeiten bei den Airlines haben wir auch anderen deutschen Staatsangehörigen immer wieder deutlich gemacht, dass man über Umwege ausfliegen konnte. Es sind auch etliche Tausend in den letzten Tagen über diese Umwege dann rausgeflogen. Währenddessen haben wir alles dafür getan, dass deutsche Airlines wieder fliegen. Und ich bin dankbar, dass das dann ab morgen auch der Fall ist, dass alle dann wieder auch direkt nach Deutschland fliegen können. Auch hier gibt es die absolute Priorität, diejenigen, die bei Elephant eingetragen sind, mit Blick auf Buchungsmöglichkeiten, weil das diejenigen sind, die am dringendsten raus wollen. Ich habe das deshalb jetzt mit der Zeit ein bisschen laufen lassen, auch wenn das die Zeit sehr überschritten war, aber es ist halt auch für viele Menschen eine wichtige Information und Sie haben jetzt auch das Recht noch einer Nachfrage, Herr Hart. Ich stelle eine kurze Nachfrage. Warum hat die Bundesregierung das Angebot des Europäischen Lufttransportkommandos, das offensichtlich Kapazitäten für Deutschland freigehalten hatte, militärische Flugzeuge, nicht in Anspruch genommen? Dann hätten die Kinder früher nach Hause gebracht werden können. Wir haben alle unterschiedlichen Optionen geprüft. Die waren ja nicht alle an einem Ort. Zu Beginn hatten wir auch die Meldung von 5 Schulklassen. Es waren nicht alle sofort gemeldet. Deswegen sind wir sukzessive vorgegangen, bei denen wir wussten, dass wir sie sofort rausbringen können, sie sofort rauszubringen. Da waren manche Wege einfacher, wenn man einfach mit einer bestehenden Airline mitfliegen kann, weil sie über Reykjavik mitfliegen konnten, war das der schnellere Weg, als wenn wir jetzt andere Möglichkeiten gewählt haben. Das hat die Botschaft vor Ort mit den entsprechenden Reisegruppenleiterinnen und Reisegruppenleitern besprochen, was die besten Varianten vor Ort entsprechend sind. Sie müssen sich auch vorstellen, wenn Sie Tausende haben, die anfragen, und dann sagt man, wir haben 20 Plätze und alle sind am Flughafen, ob es dann zu weiteren chaotischen Zuständen kommt oder ob es besser ist, dass man klar priorisiert unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigt. Und ich möchte noch einmal betonen, man konnte kommerziell über andere Länder in den letzten Tagen ausfliegen. Ich bitte jetzt auch alle noch mal mit Blick auf die Fragezeiten zu achten. Nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Michael Müller. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin Baerbock, zunächst möchte ich Ihnen danken für Ihre klaren Worte in den letzten Tagen, in denen Sie wie die gesamte Bundesregierung und unsere Präsidentin heute unsere Solidarität für Israel ausgedrückt haben. Und Sie haben eben noch mal die erschütternde Situation in Israel beschrieben. Die Sorge ist ja, dass nicht nur in Israel die Lage weiter eskalieren könnte, sondern möglicherweise auch übergreifen könnte auf andere Länder. Insofern frage ich Sie, wie ist Ihre Einschätzung da konkret, auch in Bezug insbesondere Iran, Irak, Jordanien, für sich schon Krisenherde? Wie sehen Sie die Situation? Gibt es da weitere Gefahren, die möglicherweise für Israel und die gesamte Region drohen? Ja,
Ja, diese Gefahren gibt es. Ich glaube, das sehen wir alle. Deswegen ist von Beginn an für uns als Bundesregierung, die ja von außen mit Partnern vor allen Dingen in Kontakt treten kann, so wichtig gewesen, insbesondere mit den Nachbarländern, mit relevanten Akteuren in der Region, die entweder auch Verbindungskanäle zur Hamas haben, zur Hisbollah haben, zu anderen, eindringlichst darüber zu sprechen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommen darf, mit Blick auf die Aktivitäten der Hisbollah. Wir haben jetzt gesehen, dass es weiteren Raketenbeschuss ja auch von Syrien aus gibt. Aber das sind unsere ganzen Anstrengungen in den letzten Tagen. Und ich möchte ausdrücklich sagen, der gesamten Bundesregierung, der Herr Bundespräsident war ja gerade da, auch er hat Telefonate geführt mit den unterschiedlichsten Nachbarländern, um einen Flächenbrand zu verhindern. Und in dieser ganzen Tiefe der Brutalität ist, glaube ich, ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir durch die Arbeit der letzten Monate ja gesehen haben, dass es Annäherungsversuche gibt, die Abraham Eckerts, einige sind ja hier auch im Bundestag stark damit involviert, dass das eben jetzt auch eine Möglichkeit ist, dass andere Länder, andere Akteure eben ihre Stimme erheben, manche laut und öffentlich, andere hinter verschlossenen Türen, um zu verhindern, dass es zu einer weiteren Eskalation beziehungsweise zu einem Flächenbrand weiterkommt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Frau Ministerin, dafür, dass Sie darstellen, wie wir unsere diplomatischen Kanäle nutzen wollen, um bei einer Deeskalation beizutragen. Sehen Sie insbesondere Chancen auch in der Frage des Gefangenen-Geiselaustauschs? Deutschland hat ja in der Vergangenheit an der Stelle oft eine sehr gute Vermittlerrolle spielen können, auch 2011 bei dem Gefangenenaustausch. Sehen Sie insbesondere in dieser schwierigen Lage eine Chance, unterstützend eingreifen zu können? Auch das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben in dieser Situation. Ich möchte nur, weil das ist ja das ganze Spiel des Terrors, so viel Terror zu schaffen, dass es an allen Ecken und Enden nicht nur brennt, sondern unglaubliche Herausforderungen gibt. Deswegen möchte ich mir auf keinste Art und Weise anmaßen und ich glaube, wir auch als ganzes Land von außen zu sagen, wir haben jetzt die eine Lösung, um dieses oder jenes Herausforderung zu lösen. Und so schmerzhaft das ist, gilt das auch mit Blick auf die Frage der Geiseln. Da sind Deutsche mit drunter, das habe ich ja deutlich gemacht. Deswegen hat die Bundesregierung hier auch eine besondere Verantwortung. Wir können aber nur gemeinsam mit der israelischen Regierung, gemeinsam mit anderen Partnern hier vorgehen, weil dieses brutale Spiel der Hamas, der Terroristen ja ist, genau diese Geiseln in dieser Situation jetzt für ihre Zwecke zu missbrauchen. Deswegen sind Gespräche mit unterschiedlichsten Akteuren, die auch direkte Drähte haben, so entscheidend. Aber Sie haben recht, das, was wir in anderen Situationen mit Hintergrunddiplomatie erreicht haben, das ist natürlich jetzt auch das absolute Gebot dieser Stunde. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Matthias Moosdorf. Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Außenministerin, ja, so bestürzend diese Situation jetzt ist, gleichwohl verlangt sie die Frage zu allen Arten von Mitverantwortung. Und ich meine, wir können uns erinnern, dass Mahmoud Abbas hier neben Bundeskanzler Scholz gestanden hat und unwidersprochen eine unsägliche Relativierung der Shoah in den Raum stellen konnte. Wir erinnern uns daran, dass jedes Jahr pünktlich vor dem Brandenburger Tor israelische Fahnen verbrannt werden. Wir haben als AfD-Fraktion immer gesagt, dass die bis jetzt ausgereichten 8,3 Milliarden UNRWA-Gelder, dass damit nicht nur Schulbücher und Lehrkräfte bezahlt werden, die ausweislich eines Gutachtens von uns in Deutschland anti-israelische Hetze verbreiten, sondern wir haben auch gesagt, dass Dinge wie auf der Documenta, verantwortet von Claudia Roth, oder zum Beispiel die Tatsache, dass die Jusos, eine Schwesterorganisation der Fatah, sozusagen zu ihrer Partnerorganisation erklärt haben, dass das natürlich völlig unverzeihlich ist. Die Frage, die dahinter jetzt steht, wissen Sie schon, wann und wie Sie diese unsäglichen Dinge korrigieren wollen? Ich spreche hier zum Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung, deswegen
nehme ich diesen Teil der Frage heraus und werbe bei allen Parteien hier dafür, auch in aller Öffentlichkeit, auch gegenüber Medienvertretern dafür, in dieser so wahnsinnig schwierigen Situation nicht alles in einen Topf zu werfen. Deswegen war es uns so wichtig, dass wir, Sie haben die Schulbücher und UNRWA angesprochen und darauf gehe ich jetzt insbesondere ein, weil das auch mit in meinem Verantwortungsbereich liegt. Es hat in der Vergangenheit mit Blick auf UNRWA die Frage gegeben, was wird davon finanziert, auch mit Blick auf Schulbücher. Darüber hat es einen kompletten Revisionsprozess gegeben mit den Vereinten Nationen. UNRWA, das UN steht ja für die Vereinten Nationen vorne mit im Namen, die das ausführen und abwickeln, weswegen auch Gelder der EU zeitweise nicht ausgezahlt worden sind, weil es Unklarheiten gegeben hat. Deswegen ist aus meiner Sicht ebenso fatal, wenn suggeriert wird, als würde das nicht ständig überprüft werden. UNRWA macht darüber hinaus weitere wichtige Aufgaben im Bereich der humanitären Hilfe. Sie sind mit dafür zuständig, dass jetzt in dieser Situation notleidende Familien Wasser, Gesundheit bekommen. Die Schulen, die es gibt in Gaza, wo jetzt Frauen und Kinder Schutz finden. Achten Sie auf die Zeit. Mit Unterstützung, auch das ist ja wichtig, auch für Israel, das sind UNRWA-Schulen. Und deswegen ist es für uns wichtig, alles zu überprüfen. Aber deswegen teilen wir nicht die Meinung zu sagen, die Gelder für UNRWA jetzt mit Blick auf Lebensmittel, Wasser oder auch Schutzräume in Schulen müssen eingestellt werden. Das zur Antwort, dem Teil der Frage, die an mich gerichtet war. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, die Nachfrage bezieht sich auf den Endverbleib von gelieferten Waffen. Wir hatten diese Sache auch schon sehr oft thematisiert. Es sind Javelin-Raketen im Kurdengebieten aufgetaucht und jetzt gibt es das unsägliche Video, wo die Hamas sozusagen für Waffen aus der Ukraine dankt. Das Stimson Center in den USA sagt, seit 18 Monaten sind ungefähr 300.000 gelieferte Waffen aus dem Westen verschwunden. Und Europol schlägt Alarm. Ungarn sogar sagt, dass an seiner Ostgrenze gelieferte Waffen von Flüchtlingen eingesetzt werden gegen Grenzbeamte. Also auch da ist die Frage, wann in Gottes Namen korrigiert man wenigstens diese Haltung zu sagen, wenn wir das geliefert haben, gibt es von unserer Seite auch keine Eigenverantwortung mehr, über den Endverbleib nachzudenken. Man sieht ja ganz offensichtlich, achten Sie auch auf die Zeit, eine Fehlreaktion ist. Wann korrigieren Sie diese Haltung? Danke. Es gibt bekanntermaßen eine Endverbleibskontrolle. Das ist auch Voraussetzung für Lieferungen, gerade in Drittstaaten. Deswegen das, was Sie einfordern mit Blick auf die Endverbleibskontrolle, das ist bereits geltende Praxis. Darüber hinaus haben wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir haben Leitlinien der Europäischen Union, nach denen wir uns entsprechend richten. Und nichtsdestotrotz ist jede Waffe, die weitergegeben wird in andere Hände, natürlich fatal. Aber deswegen treffen wir solche Entscheidungen in Deutschland ja zum Beispiel auch anders als andere Länder. Es kommt immer der Bundessicherheitsrat zusammen, um über solche Entscheidungen gerade an Drittstaaten gemeinsam zu beschließen und es zu unterstützen. Und das tun wir in jedem einzelnen Fall. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Jürgen Trittin. Wir sind damit konfrontiert, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg militärisch vorsätzlich daran gegangen wird, Jüdinnen und Juden zu ermorden, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Und deswegen mein Dank für die klare Haltung der Bundesregierung und Ihrer besonders, Frau Baerbock. Wenn wir das sehen und nicht wollen, dass dieser Konflikt eskaliert, dann müssen wir andere davon abhalten, sich damit zu solidarisieren. Und ich sehe mit großer Sorge, wie beispielsweise in Katar die politische Führung der Hamas öffentlich im Fernsehen übertragen diese Gräueltaten gefeiert hat. Ich sehe mit großer Sorge, wie der tunesische Präsident diese Haltung ebenfalls eingenommen hat. Meine Frage ist, wenn nächste Woche Herr Al-Thani hier nach Deutschland kommt, was ist die Botschaft der deutschen Bundesregierung zum Beispiel an Katar? Zum einen zeigt, glaube ich, auch die jetzige Situation genauso wie die Situation seit anderthalb Jahren mit Blick auf den brutalen russischen Angriffskrieg, wie wichtig es ist, in dieser Welt, die so komplex ist und voller Krisen ist,
dass es Diplomatie gibt, die unterschiedliche Facetten hat. Öffentliche vor Kameras, aber eben auch viele Orte der stillen Diplomatie im Hintergrund. Weil man sich im Zweifel seine Gesprächspartner nicht aussuchen kann, seine Nachbarn nicht aussuchen kann, sondern mit denen agiert, die auf dieser Welt nun mal zu Hause sind. Und daher braucht es gerade in diesen schwierigen Situationen immer beides. Die direkte Ansprache von Dingen, die wir absolut falsch finden. Und Terrorfinanzierung ist nicht nur falsch, sondern wir haben die Hamas ja seit langer, langer Zeit nicht nur in Deutschland, sondern die Europäische Union als Terrororganisation gelistet. Auch das ist wichtig, auch unter Organisationen, weil wir im Inland dann auch strafrechtlich entsprechend vorgehen können, wenn man solche Organisationen unterstützt. Aber das Gleiche gilt natürlich für auch Akteure weltweit, denen wir deutlich machen. Man kann nicht auf der einen Seite Terrorismus unterstützen und auf der anderen Seite dann auf starke Zusammenarbeit zählen. Die Welt ist aber hochkomplex. Die Welt ist aber hochkomplex. Deswegen ist es wichtig, dass nächste Woche der Emir von Katar auch mit dem deutschen Bundeskanzler spricht. Wir haben über die Frage von Geiseln gesprochen. Ich habe ja bereits deutlich gemacht, dass gerade mit Blick auf die Frage der Freilassung der Geiseln unterschiedliche Akteure, auch Katar, in der Region eine wichtige Rolle spielen müssen, weil sie Gesprächskanäle haben, die wir nicht haben. Und all das wird Thema auch bei dem Besuch des Emirs hier in Berlin dann sein. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Frau Bundesministerin, was heißt das eigentlich für das Verhältnis zu Tunesien? Sie haben in einem Schreiben an die Europäische Kommission kritisiert, dass die Frage des Memorandums of Understanding, was dort von der Kommission geplant ist, Fragen wie Menschenrechte und so ausgeklammert sind. Jetzt kommt dieses obenauf, diese Haltung. Ich frage mich, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Auch die Zusammenarbeit mit Tunesien unterstreicht, wie aus jedenfalls meiner Sicht, es fatal ist, wenn man in Schwarz-Weiß-Denken verfällt, weil die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Ländern ist immer hochkomplex und insbesondere mit Ländern, wo man viele Ansichten nicht teilt. Und ich habe ja auch aus diesem Raum manchmal die Fragen, warum sind Ihnen die Menschenrechte so wichtig oder warum sprechen Sie die Werte an, unsere Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Ich glaube, es ist wichtig, immer offen darüber zu sprechen, was auch unsere Leitlinien für unser Handeln sind, weil wir in unterschiedlichen Situationen und die letzten Jahre haben erneut gezeigt, dass man die Krisen ein bisschen kommen sieht, aber niemals weiß, was die nächste Krise ist, mit welchem Partner man dann wieder sprechen muss. Weswegen es so wichtig ist, dass wir deutlich machen, was unsere Interessen sind, aber auch was unsere Werte sind. Und mit Blick auf Tunesien an der Stelle ist es deswegen aus meiner Sicht enorm wichtig, darauf hinzuweisen, wenn dort die Rechtsstaatlichkeit, die Verfassung in Frage gestellt wird, dass wir dann nicht einfach sagen können, wir schließen Migrationsabkommen, wenn wir uns noch nicht mal darauf verlassen können, dass Verträge vorher nicht eingehalten werden, dass die eigene Verfassung nicht eingehalten wird. Nichtsdestotrotz müssen Frau wir in der Frage bitte der Migration zusammenarbeiten. Und deswegen gilt auch da die Herausforderung ansprechen, aber genauso da, wo man gemeinsam kooperieren muss, weil man nun mal in Nachbarschaft lebt. Ich bitte jetzt wirklich darum, die entsprechenden Zeiten einzuhalten, weil ich auch möchte, dass möglichst viele Abgeordnete zu Wort kommen und ihre Fragen stellen können. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Die Linke Sevim Dadelen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wie alle hier bin auch ich natürlich entsetzt über diese verbrecherischen Angriffe der Hamas in Israel. Und wer Herz und Verstand hat, muss diese Grausamkeiten in aller Deutlichkeit verurteilen. Frau Ministerin, der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat am Montag folgende Ankündigung gemacht. Ich zitiere, ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff. Alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend, Zitat Ende. Angesichts der massiven Bombardierungen der israelischen Armee in Gaza mahnt jetzt der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ich zitiere, dass Militäreinsätze in strikter Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht durchgeführt werden müssen. Zivilisten müssen jederzeit respektiert und geschützt werden. Zivile Infrastruktur darf niemals zum Ziel werden, Zitat Ende.
Meine Frage an die Bundesregierung: Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen? Wir haben ja gerade gemeinsam im Deutschen Bundestag unterstrichen, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, dass Israel das verbriefte Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des internationalen Rechtes hat. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal deutlichst unterstreichen. Ich habe ebenso gerade deutlich gemacht, dass wir in dieser schwierigen Situation als Partner von Israel schauen, welchen Beitrag wir leisten können. Und deswegen werden wir, der Kollege Hart hat es ja angesprochen, morgen oder Sie werden einen Beschluss wahrscheinlich im Deutschen Bundestag fassen, wo wir auch genau das noch mal unterstreichen. Was kann unser zusätzlicher Beitrag sein? Und da sind zum Beispiel die Frage auch Schutz von Zivilisten, die Frage von Versorgung mit Wasser, mit Strom spielt dort eine entscheidende Rolle. Und ich habe eben ja auch noch mal deutlich gemacht, dass das perfide Spiel des Terrors eben ist, Menschen als Schutzschilde zu missbrauchen. Die Geiseln, die vor Ort sind, aber auch unschuldige Frauen und Kinder in Gaza. Und deswegen ist es für uns als Bundesregierung, und so habe ich auch den Antrag verstanden, der hier morgen mit beschlossen werden soll, so wichtig, dass wir Schutzräume schaffen, dass wir mit Nachbarländern reden, Frauen und Kindern in dieser Situation, die unschuldig sind und von Terroristen missbraucht werden, sichere Orte zu schaffen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Die israelische Regierung hat die Palästinenser im Gazastreifen, 2,2 Millionen Menschen leben dort, aufgefordert, den Gazastreifen zu verlassen. Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten ist der einzige Übergang aus Gaza, der nicht von Israel kontrolliert wird. Berichten zufolge ist dieser nach einem israelischen Bombardement geschlossen, sodass es für die Menschen im Gazastreifen keine Möglichkeiten gibt, das Gebiet zu verlassen. Deshalb meine Frage: Hat die Bundesregierung Kenntnisse und mittlerweile humanitäre Hilfslieferungen passieren können? Berichten zufolge sollen ja Hilfslieferungen verschiedener Hilfsorganisationen in der Nähe des Grenzübergangs bereitstehen. Ich kann mich nur wiederholen, habe ich ja in den letzten Tagen auch gesagt, wir sind im kontinuierlichen Austausch mit den Vereinten Nationen und nochmal deswegen auch die Wichtigkeit der humanitären Hilfe, dass wir unsere Rolle spielen können, die wir dort spielen. Wir können das nur gemeinsam mit den Vereinten Nationen machen. Deswegen sind wir mit dem nonstop im Austausch, wie wir die humanitäre Hilfe, die Lieferungen vor Ort gemeinsam bereitstellen können. Aber über unsere Partner der Vereinten Nationen und auch mit Ägypten war eins der ersten Telefonate, die ich geführt habe, über unterschiedlichste Fragen, aber auch über die Frage mit Blick auf den Grenzübergang. Und ich habe jetzt ja mehrfach angedeutet, dass das ein wichtiger Teil unserer Arbeit derzeit ist. Dank. Nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Till Mansmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin Baerbock, gestern haben sich FDP, SPD, Grüne und CDU/CSU auf einen gemeinsamen Entschließungsantrag zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zu Israel geeinigt. Dort ist explizit die Rede von der Überprüfung aller Mittelvergaben der Bundesregierung an die Region, damit ausgeschlossen ist, dass diese Mittel direkt oder indirekt zur Terrorfinanzierung missbraucht werden können. Ich zitiere aus diesem Antrag: Bis zum Abschluss der Überprüfung sollen keine neuen Verpflichtungen eingegangen und alle etwaig ausstehenden Zahlungen für den Gazastreifen mit Ausnahme humanitärer Hilfen, um grundlegenden, lebensnotwendigen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, nicht getätigt werden. Zitat Ende. Meine Frage nun: Welche Geldströme aus Ihrem Ministerium werden Sie bei der humanitären Hilfe vorerst aussetzen, bis die interne Prüfung in Ihrem Haus vollzogen wurde, vor dem Hintergrund, dass bei der humanitären Hilfe lediglich die Hilfen ausgenommen werden sollen, die grundlegenden, lebensnotwendigen Bedürfnissen Rechnung tragen? Das habe ich jetzt ja, glaube ich, mehrfach deutlich gemacht. Und ich habe ja auch gedankt für die Arbeit in den Stunden gestern. Deswegen ist mir dieser Antrag wohl bekannt. Und genau das tun wir. Wir haben bereits am Wochenende damit begonnen, in intensiven Kontakt mit den Vereinten Nationen zu gehen. Humanitäre Hilfe ist das, was das Auswärtige Amt leistet. Sie haben es ja gerade zitiert aus dem Antrag heraus. Lebensnotwendige Dinge. Wir leisten humanitäre Hilfe in dem Bereich derzeit für 72 Millionen Euro. Das ist
Essen für notleidende Bevölkerung, das ist Gesundheitsversorgung. Wir sind in all diesen Punkten mit den Vereinten Nationen intensivst im Austausch, wer das derzeit vor Ort macht, und entsprechen genau dem, was Sie gerade hier eben vorgetragen haben. Die Differenzierung ist so wahnsinnig wichtig zwischen lebensnotwendiger Hilfe im humanitären Bereich, der EZ-Hilfe, die ja struktureller ist, wo die Frage, dass derzeit nichts ausgezahlt wird, wobei derzeit sowieso ohnehin nicht wirklich was ansteht, und dem Punkt der Budgethilfe, dass auch das ist mir wichtig, wir leisten keine Budgethilfe an die palästinensische Autonomiebehörde. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Frau Bundesministerin, ich sehe da tatsächlich noch einen kleinen Unterschied in der Interpretation, weil nach meiner Lesart und nach unserer Lesart ein Unterschied auch innerhalb der humanitären Hilfe ist zwischen humanitärer Hilfe, die grundlegend lebensnotwendigen Bedürfnissen in Rechnung trägt, und anderer humanitärer Hilfe, und dann im Unterschied natürlich zur EZ. Aber das ist dann ein ganz anderes Kapitel. Deswegen nochmal meine Frage, können Sie diese Unterscheidung innerhalb der humanitären Hilfe auch sehen? Und wenn, welche Geldströme würden Sie jetzt da sehen, die man überprüfen könnte? Sie jetzt da Unterschiede sehen, dann können Sie ja mal ein Beispiel nennen, was jetzt in Ihrem Sinne keine lebensnotwendige humanitäre Hilfe ist. Wir arbeiten mit dem World Food Program zusammen. Wir arbeiten mit UNICEF zusammen. Wir haben mit Blick auf UNRWA, das habe ich ja gerade deutlich gemacht, die Schulen werden derzeit vor allen Dingen auch zur Lebensmittel- und Medikamentenausgabe genutzt, auch zum Schutz von Frauen und Kindern, die irgendwo hingehen müssen in dieser Situation, auch damit sie nicht in die Fänge der Hamas vor Ort geraten. All diese Unterstützung leisten wir mit den Vereinten Nationen vor Ort. Wenn Sie jetzt einen Punkt haben, wo Sie sagen, das ist für Sie nicht lebensnotwendig im Bereich der humanitären Hilfe, dann können Sie den ja gleich vielleicht noch mal nennen. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Fragen zu vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen und auch zu allgemeinen Fragen. Und die erste Frage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Norbert Röttgen. Upsala. Meine Frage richtet sich an die Bundesaußenministerin. Sehr geehrte Frau Bundesaußenministerin, der menschenverachtende Terrorangriff der Hamas auf Israel ist nach seiner ganzen Anlage, seiner Art und Weise, seiner Massivität ohne Ausrüstung, Training, Finanzierung von außen nicht denkbar. Und das bedeutet, dass ohne die Unterstützung des iranischen Regimes diese schrecklichen Verbrechen nicht stattgefunden hätten. Meine Frage an Sie ist darum, welche Konsequenzen ziehen Sie in Ihrer deutschen Iran-Politik aus dem schrecklichen Terrorismus und seiner Unterstützung durch das iranische Regime, den wir gerade erlebt haben? Herzlichen Dank für Ihre Frage, auch Ihre Äußerungen in den letzten Tagen, die ja gezeigt haben, wie komplex und differenziert alles zu betrachten ist, weil alles miteinander zusammenhängt in dieser Region. Deswegen ist bei all den Fragen, die Sie jetzt auch ein bisschen mitstellen, wobei ich nicht sage, dass es eine Unterstellung mit drin hängt, wir müssen jetzt unsere Iran-Politik korrigieren, damit wir nicht weiter Terrorismus unterstützen. Das haben Sie nicht gesagt, aber deswegen bin ich niemand, die jetzt auch bei der Überprüfung der Gelder sagt, wir müssen jetzt alles anders machen, weil das würde ja unterstellen, wir hätten vorher irgendwie dazu beigetragen, dass der Iran mit unserer Hilfe terroristische Organisationen unterstützt haben. Das haben wir nicht. Wir haben als aktuelle Bundesregierung auch den Kurs der Vorgängerregierung geändert, indem wir deutlich gemacht haben, dass zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen im Iran, wie die furchtbare Zerschlagung von den Demonstrationen, das Eintreten auf Frauenrechte jetzt erstmalig in der EU sanktioniert wird. Mit dem jetzt 10. Menschenrechtssanktionsregime, was im Übrigen auch Revolutionsgarden sanktioniert. Und das Gleiche gilt für das JCPOA. Das wäre ja vielleicht die Anschlussfrage. Wie geht es da jetzt mit weiter? Wie Sie wissen, sind die Sanktionen ausgelaufen. Und wir haben dann als EU, wir haben dann als Deutschland gesagt, wir setzen die Sanktionen aber trotzdem weiter fort, weil es eben mit Blick auf den Iran, Russland, Ukraine, Israel und die innere Lage auf gar keinen Fall sein kann, dass wir an unserer restriktiven Haltung irgendwas ändern. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Die vorgeschlagene Nachfrage wäre auch gut gewesen.
Ich habe mich aber dafür entschieden, eine andere Frage zu stellen, nämlich für eine Konsequenz in der Iran-Politik, der Sie ja auch jetzt zustimmen. Sie haben schon mehrfach auf den Antrag, den morgen die die Koalitionsfraktion und die CDU-CSU-Fraktion zu diesem Thema genannt. Und in diesem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, sich, ich zitiere, mit Nachdruck für eine Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation durch die EU aktiv einzusetzen. Sie stimmen diesem Antrag damit dieser Forderung zu. Gehe ich damit richtig in der Annahme, dass Sie nunmehr die Einstufung der Islamischen Revolutionsgarden als EU-Terrororganisation für rechtlich möglich halten? Denn für etwas rechtlich Unmögliches könnten Sie sich ja nicht selbst auffordern, sich einzusetzen. Darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Man kann sich auch dafür einsetzen, Rechtslagen zu ändern. Das ist meistens ein dickes Brett, aber genau das habe ich getan, indem wir in der Situation, wo wir die Revolutionsgarden nicht als Terrororganisation listen können, weil ich mich im gegebenen Rechtsrahmen als Vertreterin der Bundesrepublik Deutschlands natürlich zu verhalten habe und der juristische Dienst der Europäischen Union zu dem Schluss kommt und im Übrigen auch viele andere Rechtsexperten, dass wir unter dem jetzigen Sanktionsregime die Revolutionsgarden nicht listen können. Sie wissen das, weil es Anschläge entsprechend in Ländern gegeben haben muss. Deswegen habe ich mich für eine Änderung, eine Erweiterung unseres Sanktionsregimes eingesetzt, indem wir erstmalig Menschenrechtssanktionen listen, wie gesagt, darunter auch die Revolutionsgarden. Sie wissen genau, dass es derzeit unterschiedliche Verfahren auch an deutschen Gerichten gibt. Wenn die ermöglichen, dann die Revolutionsgarden auch unter dem Terrorsystem zu listen, habe ich öffentlich bereits mehrfach erklärt, dann halte ich das für den richtigen Weg. Ich habe mich aber an europäisches Recht zu halten. Und das tue ich auch, wenn wir den Rechtsrahmen verändern können oder die Rechtsvoraussetzungen geschaffen sind, weil es andere juristische Verfahren gibt. Dann hat der Deutsche Bundestag diesen Beschluss gefasst. Und ich bin ja auch Mitglied dieses Hohen Hauses. Und ich habe auf die umsetzen. Zeit zu achten. Ich habe zu dieser Fragestellung jetzt schon 4 Nachfragen, wenn ich das richtig registriert habe. Die Frau Wiedmann-Mautz nämlich auch noch dazu. Und zuerst das Recht zu einer Nachfrage zu diesem Thema hat der Abgeordnete Sichert aus der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Wir haben im Iran das Problem, dass Jamshid Shammat, ein deutscher Staatsbürger, dort vom Iran entführt wurde, zum Tode verurteilt wurde. Wir haben jetzt den gleichen Fall oder einen ähnlichen Fall mit Shani Luke, die von den palästinensischen Hamas dort auf einem Pickup-Truck für alle Welt sichtbar entführt worden ist. Oberste deutsche Staatsräson muss ja auch der Schutz deutscher Staatsbürger sein. Meine Frage ist, was unternehmen Sie, um Jamshid Shammat aus dem Iran zu holen und was unternehmen Sie, um Shani Luke aus dem Gazastreifen zu holen? Also zunächst einmal, Herr Shammat ist Doppelstaatler, ein Konzept, was Sie ja ablehnen bekanntermaßen. Aber was für uns wichtig ist, dass wir als Bundesrepublik da eine Verantwortung für haben. Der Iran erkennt das ähnlich wie Sie, die doppelte Staatsangehörigkeit im Übrigen nicht an. Deswegen sieht er ihn nicht als deutschen Staatsbürger. Aber für uns liegt es in unserer Verantwortung, uns dafür einzusetzen. Das tue ich auf unterschiedlichsten Wegen. Sie haben ja vielleicht auch in der Zeitung gelesen, dass ich ein Telefonat hatte mit dem iranischen Außenminister. Sie wissen auch, mit welchen Akteuren ich mich getroffen habe auf unterschiedlichsten Ebenen, um daran beizutragen, dass das möglich ist. Wir haben ja andere Doppelstaatler und auch deutsche Staatsangehörige bedauerlicherweise auch in Haft. Und das sind so diffizile Themen, dass das Beste ist, dass man öffentlich nicht über jeden Vorgang berichtet, weil eben auch hier das perfide Spiel mit dem Leben oder dem Wohlergehen dieser Menschen betrieben wird. Und das Gleiche gilt auch für diejenigen deutschen Doppelstaatlerinnen, die jetzt von den Hamas verschleppt worden sind, dass wir zum Schutz ihres Lebens, dass wir auch im Sinne der Familien dort so vorsichtig vorgehen, wie es möglich ist. Mit Hamas habe ich ja gerade ausgeführt, sind wir noch mal in einer ganz, ganz viel schwereren Situation, überhaupt Gesprächskanäle führen zu können. Ich habe noch weitere Nachfragen und der nächste ist der Abgeordnete Abraham aus der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, was ich besonders unerträglich finde, ist dieser iranische Exportschlager der Shahid-Raketen.
Damit organisiert sich das Regime dort internationale Unterstützung und diese Dinger töten, töten in der Ukraine, töten in diesen Stunden in Israel. Wie geht die Bundesregierung damit um, dass hier Iran sich Unterstützung organisiert mittels dieser Dinge? Wie beeinflusst dieser Vorgang Ihre Iran-Politik? Denn wir können ja nicht einfach zuschauen. Ich verstehe diese Nachfragen und nichtsdestotrotz gerade an die Unionsfraktion gerichtet. Da ist ja ganz viel das, was wir seit Jahren machen. Und auch Vorgängerregierungen konnten die iranische Regierung, das iranische Regime nicht in seinem Kurs ändern. Deswegen versuchen wir, all die kleinen Stellschrauben, wo wir verschärfen können, die weiter anzuziehen, anders als Vorgängerregierung, Sanktionssysteme auf den Weg zu bringen, auch für Menschenrechtsverletzungen. Wir haben bekanntermaßen auch ein Sanktionsregime mit Blick auf Waffen, Waffenexporte, auch mit Blick auf die Ukraine. Da sind bereits mehrere Sanktionspakete auch auf den Weg gebracht. Das heißt, auf Ihre Frage konkret, wir sanktionieren das, was mit Bruch des internationalen Rechts zu vereinbaren ist. Die nächste Nachfrage stellt aus der AfD-Fraktion die Abgeordnete von Storch. Ja, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, ich knüpfe natürlich auch an die Hauptfrage, die gerade gestellt worden ist. Der Iran unterstützt die Hamas. Nur so konnte der Anschlag gelingen oder diese Morde und dieses Massaker gelingen. Und deswegen noch mal die Frage scharf gestellt. Sie weisen die ganze Zeit darauf hin, dass weiter humanitäre Hilfe geleistet werden muss und das muss irgendwie über die UNRWA gehen. Ich habe im Juni 2018 die letzte Bundesregierung befragt, wie sie sicherstellen, dass die UNRWA nicht durch die Hamas durchsetzt ist. Und die Antwort, die ich seinerzeit bekommen habe, lautete, die UNRWA selbst gleicht die Namen seiner Mitarbeiter mit der VN-Sanktionsliste 1267 ab. Das insinuiert, da steht die Hamas drauf und wenn die feststellen, die stehen da drauf, dann werden die keine Mitarbeiter. Die stehen aber nicht auf der Sanktionsliste. Das heißt, die Antwort der seinerzeitigen Bundesregierung lautete, die UNRWA prüft selber, ob das Hamas-Mitarbeiter sind. Achten Sie bitte auch auf die Zeit. Und sie stellen fest, die sind nur bei der Taliban, also ist alles in Ordnung. Das vor dem Hintergrund, humanitäre Hilfe leisten zu müssen über die UNRWA, die durchsetzt ist von Hamas. Kann man nicht humanitäre Hilfe leisten, ohne die Hamas zu involvieren? Das muss doch der Punkt sein. Das tun wir, das überprüfen wir auch, zum Beispiel in Afghanistan mit Blick auf die Frage, ob Taliban involviert sind oder Taliban uns vorzuschreiben haben, dass keine Frauen mehr beschäftigt sind, haben wir gesagt, dann können wir gewisse Hilfe nicht mehr leisten. Das haben wir auch getan mit Blick auf UNRWA. Sie müssen die Vorgängerregierung fragen, warum sie damals so geantwortet haben. Ich war auf einer meiner ersten Reisen sowohl in Palästina als auch in Israel, auch in Jordanien. In Jordanien habe ich unter anderem mit UNRWA-Vertretern gesprochen. Wir haben im Rahmen der Europäischen Union, weil wie gesagt, es waren ja Gelder ausgesetzt, weil es mit Blick auf die Lehrmaterialien berechtigte Fragen gegeben haben, wurde das revidiert, auch welche Lehrmaterialien überhaupt unterstützt werden. Die UN wird zukünftig digitale Lehrmaterialien selber bereitstellen. Und mit Blick auf die Mitarbeitenden müssen Sie die Vorgängerregierung fragen. Wir sind immer wieder mit den UN in Kontakt, wer lokal beschäftigt ist, wer vor Ort tätig ist. Es sind viele internationale Akteure, auch eben nicht die vor Ort. Es ist klar, ich kann es nur wiederholen, es gibt keine Zusammenarbeit mit Terrororganisationen. Es wird immer wieder überprüft und das ist die Regel auf der ganzen Welt, auch in anderen Regionen dieser Welt, dass wir das natürlich selbstverständlich voneinander trennen und wir wickeln unsere Arbeit über die Vereinten Nationen ab, weil wir selber keine deutschen Mitarbeiter in solche Regionen schicken können, wo wir sagen, ihr tätigt jetzt als deutsche Staatsangehörige ganz allein unsere deutsche humanitäre Hilfe. Ich habe jetzt noch zu diesem Thema eine Nachfrage aus der CDU-Fraktion von der Abgeordneten Wiedmann-Mautz. Frau Ministerin, die Menschenrechtsaktivistin Nasra Mohammadi wurde letzte Woche mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie sitzt derzeit wieder einmal in einem iranischen Gefängnis. Sie hat uns in Kenntnis über die sexualisierte Gewalt in den iranischen Gefängnissen gesetzt, die dort herrscht. Ich frage Sie, Frau Ministerin, was haben Sie in Ihrer Amtszeit für Frau Mohammadi getan?
das Thema mit auf die Tagesordnung gebracht, aber das möchte ich nicht alleine uns als Auswärtigen Amt zurechnen, sondern auch hier zum Beispiel dem Freundeskreis für feministische Außenpolitik. Dass die Frage von sexualisierter Gewalt auch zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung oder in Kriegen ein so großes Thema ist, das liegt auch daran, dass man es deutlich benennt. Und dass jetzt eine Friedensnobelpreisträgerin, übrigens ja zum wiederholten Mal, auch nach Nadia Murad, mit dem Aspekt der sexualisierten Gewalt, der Unterdrückung von Frauen als Methode des Terror und des Krieges ausgezeichnet wird, macht so deutlich, was Sinn und Zweck von feministischer Außenpolitik ist. Wenn Frauen nicht sicher sind, ist niemand in einer Gesellschaft sicher. Und dass das erneut von den Vereinten Nationen, vom Friedensnobelpreis unterstrichen wird, das ist, glaube ich, ein wichtiger Ausdruck. Was tun wir vor Ort? Ja, was tun wir vor Ort? Sie ja auch gemeinsam, wir alle zusammen. Frau Ministerin, das können Sie wahrscheinlich jetzt alles nicht mehr ausführen. Ich wiederhole das jetzt. Die Abgeordneten haben das Recht, hier die Bundesregierung zu befragen, und es sollen sich bitte alle an die vorgegebenen Zeiten zu halten, sonst kommen wir hier nicht durch. So, und jetzt habe ich nämlich noch die letzte Nachfrage, die ich zu diesem Thema zulasse. Dann gehe ich weiter von dem Abgeordneten der FDP, von Herrn Lechte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bundestagspräsidentin. Liebe Frau Bundesministerin, könnten Sie bitte, da ja offensichtlich viele Verständnisprobleme hier im Haus sind, noch mal genau erklären, was UNRWA eigentlich ist, in welchen Regionen UNRWA arbeitet und wie die Finanzierungsströme sind und wer vor allem UNRWA leitet und welche Zusammenarbeit UNRWA vor Ort tätigt und mit welchen Kräften UNRWA arbeitet? Also die Frage war auf den Punkt, aber ich fürchte, das kann man in 30 Sekunden nicht so umfangreich beantworten. Aber einen Versuch haben Sie. Danke, dass Sie das jetzt gesagt haben. Das ist die Schwierigkeit bei den Fragen, bei dem Versuch, wirklich auf alles einzugehen. Also UNRWA, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ist unter der Ägide der Vereinten Nationen, deswegen das U und das N am Anfang der Mission. Sie leisten eben nicht nur Unterstützung in Gaza, nicht nur Unterstützung im Westjordanland, da aber auch. Und deswegen ist für uns eben auch so wichtig, dass die Versorgung gerade im Westjordanland mit der humanitären Hilfe, mit UNRWA weitergeht. Weil was wir doch verhindern müssen, ist, dass Hamas sich jetzt auch noch in anderen Gebieten stärker ausbreiten kann und mit dem Leid der Menschen spielt. Aber auch mit Blick auf Jordanien, auch mit Blick auf den Libanon, auch dort ist UNRWA mit tätig. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass wir weiter unterstützen, weil wir sonst unsere Partner, die wir dort doch brauchen, komplett alleine lassen würden. Ich gehe zur nächsten Hauptfrage, und die stellt aus der SPD-Fraktion der Abgeordnete Ahmetovic. Kein Dialog hier zwischen den Fraktionen, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Außenministerin, ich weiß, dass es nicht einfach ist, bei der aktuellen Lage auf ein anderes außenpolitisches Thema zu blicken. Aber wir wissen, dass seit dem 24. Februar 2022 auch wieder ein brutaler Krieg in Europa herrscht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist der Versuch, das demokratisch-freiheitliche Europa zu destabilisieren. Leider neben Osteuropa gibt es auch ein zweites potenzielles Einfallstor für autokratische Kräfte, wie zum Beispiel aus Russland, durch Proxy-Staaten Südosteuropa und damit auch die Europäische Union und unseren freiheitlichen Kontinent zu destabilisieren und für Unruhen zu sorgen. Die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo haben die letzten Wochen und Monaten weiter zugenommen. Allein im Mai sind über 30 Soldatinnen und Soldaten verletzt worden, KFOR-Schutztruppen. Im September hatten wir wieder Ausschreitungen. Deshalb meine Frage an die Bundesregierung: Welche Schritte leiten wir als Bundesregierung ein, um für weitere Entspannung, um für Entspannung zu sorgen, um diese Konflikte einzudämmen, damit es nicht wieder auf dem westlichen Balkan, im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina oder anderswo, wie in den 90er Jahren, zum Krieg kommt? Danke für diese wichtige Frage, weil ich teile Ihre Analyse, auch wenn ich sie jetzt aufgrund der Zeit nicht wiederholen kann, dass natürlich Instabilität in Europa maximal genutzt wird, auch von russischer Seite zur Destabilisierung. Deswegen haben wir als Bundesregierung gerade auch nach dem 24. Februar unser Engagement auf dem westlichen Balkan noch mal intensiviert. Ich möchte hier aber deutlich sagen, die Rolle, die Deutschland seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten spielt auf dem
dem westlichen Balkan fortgesetzt, gerade auch von der Vorgänger-Bundeskanzlerin, ihr Engagement gerade auf dem Balkan weitergeführt über den Berliner Prozess. Was tun wir? Ich war letzten Freitag gerade im Rahmen des Berliner Prozesses mit den sechs Ländern des westlichen Balkans im Gespräch, habe intensiv auch mit dem serbischen Außenminister dort vor Ort gesprochen und deutlich gemacht, um auf den Punkt Ihrer Frage jetzt zu kommen, dass wir die serbische Regierung auffordern, dass sie all ihre Ermittlungen mit Blick auf die Anschläge auf die KFOR-Truppen, italienische übrigens vor allen Dingen mit dabei, aber auch die jüngsten Angriffe auf die Polizei, dass diese Ermittlungen von serbischer Seite intensiv verfolgt werden. Und wir haben bekanntermaßen auch unser KFOR-Engagement jetzt noch mal verstärkt. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege. Wunderbar. Dann komme ich zum nächsten Fragesteller, und das ist der Kollege Jürgen Braun, AfD-Fraktion. Und Herr Braun, bevor Sie sprechen, ich bin ja als Meister des Zeitmanagements bekannt. Im Gegensatz zur Präsidentin werde ich sehr sorgfältig darauf achten, dass Sie die Ampel beachten, auch wenn Ihnen das nicht gefällt. Ich beachte sogar tote Ampeln, ja, wenn sie abgeschaltet sind und dann Zebrastreifen sind, Herr Präsident. Ja, zunächst einmal, UNRWA ist keine humanitäre Organisation im klassischen Sinne. Erziehung zum Hass auf Israel kann nicht humanitäre Hilfe sein, damit wir uns hier mal richtig verstehen, was hier los ist. Ja. Meine Frage nun aber an Ministerin Lemke, die ja bisher ohne Fragen geblieben ist. Bankkonten werden in Deutschland immer mal wieder ohne Begründung gekündigt. Und das ist kommt immer wieder vor. Bankkonten sind aber relevant, weil kein Kindergeld in bar ausgezahlt wird. Ohne Bankkonto geht in einem modernen Leben nichts. Was hat die Bundesregierung vor? Was haben Sie vor, um die willkürliche Kündigung von Bankkonten in Deutschland zu verhindern und in Zukunft jedem Menschen, egal seiner Auffassung nach, das ein Bankkonto zu ermöglichen? Ich muss ja stehen bleiben. Geehrter Herr Abgeordneter, danke für die Frage. Ich stimme Ihnen zu, dass selbstverständlich jeder Mensch das Recht auf ein Bankkonto hat. Es ist auch gut, dass wir in unserem Land eine solche Rechtslage haben. Und deshalb gehen wir gemeinsam mit den Verbraucherzentralen Informationen über unrechtmäßige Kündigungen selbstverständlich nach und werden da, wo das möglich ist, demgegenüber auch Abhilfe schaffen. Ja, meine Nachfrage. Bitte, Herr Kollege. Es gibt in der Tat Bankkonten, die gekündigt werden nach Willkür. Und da gibt es unliebsame Blogger, die sachgrundlose Kündigungen von Bankkonten haben, denen in die wirtschaftliche Lebensgrundlage eingegriffen wird. Zum Beispiel der bekannte Blogger Hartmut Danisch hat diesen Fall öffentlich gemacht. Können wir in Zukunft erwarten, dass die Bundesregierung dort gesetzgeberisch tätig wird? Ich wiederhole mich, dass wir gemeinsam mit den Verbraucherzentralen, da wo uns Informationen über das unrechtmäßige Kündigen von Bankkonten vorliegen, diesen Fällen nachgehen, so wie das möglich ist. Es ist nicht in jedem Einzelfall möglich. Der von Ihnen geschilderte jetzt liegt mir bisher nicht vor. Und die Frage, ob unrechtmäßige Kündigungen stattfinden, bezieht sich ja nicht nur auf Bankkonten, sondern wir haben ähnliche Situationen bei der Frage von Stromversorgung. Auch hier immer wieder gemeinsam mit den Verbraucherzentralen der Schutz der Verbraucher und dem Nachgehen dort, wo Verbraucher über den Tisch gezogen werden, wo unrechtmäßige Kündigungen stattfinden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Nachfrage hat die Kollegin Scudani, FDP-Fraktion. Ja, Frau Ministerin Lemke, es gibt Missstände bei der Postbank als Tochterunternehmen der Deutschen Bank, die mittlerweile bekannt geworden sind. Die Postbank kriegt es über Monate nicht auf die Kette, Pfändungsschutzkonten freizustellen. Sie gibt Pfändungsfreibeträge für die Menschen nicht da. Gerichtsbeschlüsse werden über 6 Monate liegen gelassen und nicht bearbeitet. Das heißt, die Missstände hier haben ein Maß erreicht, dass sie mittlerweile einen Sonderbeauftragten der BaFin dort ist, um zu gucken, dass die Rückstände, die in der Bearbeitung angeblich durch eine Migration von Kundenstämmen passiert sind, aufgearbeitet worden sind. Können wir uns auf Sie verlassen, dass sollten diese Rückstände im Oktober nicht zurückgeführt werden, dass Sie sich darum kümmern, dass hier schnellstmöglich den Menschen geholfen wird? Darauf können Sie sich verlassen, Frau Scudelny, dass wir auch solchen Missständen, die Sie eben in einem ja deutlich größeren Umfang geschildert haben, nachgehen und das auch gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium tun.
Vielen Dank. Weitere Nachfrage hierzu sehe ich nicht. Dann ist der nächste Fragesteller der Kollege Dr. Gesenlos, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Auch ich habe eine Nachfrage an Frau Bundesministerin Lemke, auch wenn die Nachfrage eigentlich zum Geschäftsbereich beider Ministerien passen würde. Es geht nämlich um einen Durchbruch für den Schutz der Natur auf hoher See, das neue UN-Hochseeschutzabkommen. Und vielen Dank da an Steffi Lemke und an Annalena Baerbock, die kürzlich in New York den Vertrag unterzeichnet haben. Das ist wirklich ein Wendepunkt für den Naturschutz auf der hohen See. Die Hochsee ist jetzt kein rechtsfreier Raum mehr. Das ist wirklich ein großer Durchbruch. Und es ist auch gelungen, dass in Zukunft Entscheidungen zur Ausweisung von neuen Schutzgebieten in Dreiviertelmehrheit getroffen werden können. Also keine lähmenden Prozesse mehr. Auch das wirklich ein großer Erfolg. Und vielen Dank an die Bundesregierung, die an diesem Erfolg für die Umweltdiplomatie einen großen Anteil hatte. Meine Frage an die Ministerin, wie geht es jetzt weiter? Wir haben natürlich als Deutscher Bundestag auch ein großes Interesse daran, jetzt auch hier im Bundestag das Abkommen zu ratifizieren. Was sind hier die nächsten Schritte für die Umsetzung? Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, sehr geehrter Abgeordneter, für die Frage. Und ich glaube, es ist gut, gerade in solchen Zeiten auf solche Lichtblicke in internationalen Verhandlungen der internationalen Diplomatie hinzuweisen und uns bewusst zu machen, dass eben auch das leistbar ist. Und an dem Tag, an dem ich gemeinsam mit Außenministerin Baerbock für Deutschland das Abkommen unterzeichnet habe, haben eben auch China und die Vereinigten Staaten dieses Abkommen unterzeichnet. Die sind ja gemeinsam mit Russland häufig die drei Staaten, die solche Abkommen nicht zügig unterzeichnen. Deshalb ein besonders guter Lichtblick und ein besonders guter Tag für den Meeresschutz, dieses Abkommen. Wir werden jetzt sehr zügig dem Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung dieses Abkommens vorlegen. Ich hoffe, da der Meeresschutz ja in allen Fraktionen große Unterstützung findet, dass wir das dann auch schnell im parlamentarischen Verfahren abschließen können. Das Ziel auf internationaler Ebene ist es, spätestens zur nächsten UN-Meeresschutzkonferenz im Jahr 2025 das Abkommen ratifiziert zu haben. Und daran werden wir mitarbeiten. Vielen Dank, Herr Kollege. Haben Sie eine Nachfrage? Dann bitte. Vielen Dank. Ich würde noch gerne einen Schritt weitergehen. Jetzt laufen ja auch schon die Gespräche an zur Vorbereitung der ersten Vertragsstaatenkonferenz unter diesem Abkommen. Und wir hoffen ja sehr, dass wir da auch gute internationale Koalitionen hinbekommen, um Schutzgebiete auszuweisen. Laufen da bereits Gespräche mit unseren Partnerländern, damit wir dann auch gute Vorschläge einreichen können, um wirksame Schutzgebiete auf hoher See dann auch auszuweisen? Die Gespräche über die Frage der Umsetzung nach der Ratifizierung des Abkommens sind bereits angelaufen. Und ich bin sehr, sehr stark der Überzeugung, dass wir auch die ersten Meeresschutzgebiete in dieser Legislaturperiode im Deutschen Bundestag noch auf dem Tisch haben werden. Also die ersten Vorschläge für die Ausweisung, bis sie dann tatsächlich ausgewiesen sind, vergeht möglicherweise noch weitere Zeit. Und ich hoffe sehr und würde mir auch dort die weitere Unterstützung des Deutschen Bundestages wünschen, dass wir auch bei der Frage, Schutzgebiete in der Antarktis auszuweisen, da liegt ja auf deutsche Initiative ein sehr, sehr guter Vorschlag, der dann über die EU eingebracht worden ist, bereits vor, dass wir auch hier über den Prozess von Kamela in Zukunft weiterkommen können. Wir brauchen dies. Ministerin, vielen Dank. Dazu hat eine weitere Nachfrage der Kollege Sichert, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Sie redeten jetzt gerade von Meeresschutz in der Antarktis und so weiter. Müssen wir nicht erstmal für den Meeresschutz in Deutschland sorgen? Konkrete Frage an Sie. Wann endet endlich die unsägliche Einleitung von Abermillionen Litern geklortem Wasser am LNG-Terminal in Wilhelmshaven? Die Bundesregierung ist im Bereich des nationalen Meeresschutzes extrem engagiert. Wir haben als Bundesregierung zum ersten Mal einen Meeresschutzbeauftragten eingerichtet. In Verantwortung meines Ministeriums ist jetzt das erste Mal auch eine Abteilung, die sich mit dem Meeresschutz befasst, eingerichtet worden, also mit Wasser insgesamt, insbesondere mit dem Meeresschutz. Und wir haben natürlich über die Ausweitung der Meeresschutzgebiete in nationaler Verantwortung bereits auch die Umsetzung dessen, was uns über die Meeresschutzrichtlinie der EU aufgegeben ist, begonnen. Die Einleitung dieser Abwässer ist nicht durch den Bund genehmigt. Ich habe damals bei der beschleunigten Ausweisung der LNG-Terminals in einer Notsituation darauf geachtet, dass eben keine Umweltstandards abgesenkt werden dürfen. Das ist gesetzlich so festgelegt.
Vielen Dank. Dann eine weitere Nachfrage, der Kollege Lenkert, Die Linke. Frau Ministerin, vielen Dank für Ihren Einsatz für internationalen Meeresschutz. Trotz allem bleibt festzustellen, dass wir den Meeresschutzgebieten in der Bundesrepublik Deutschland weit hinter den Vorgaben hinterherhinken. Die große Frage ist also, wann werden wir auch in der Ostsee und in der Nordsee ausreichend Meeresschutzgebiete zum Schutz der Artenvielfalt ausweisen? Vielen Dank auch für diese Frage, Herr Abgeordneter. Sie wissen ja, dass wir die Meeresschutzgebiete ausgewiesen haben, jetzt bei der Umsetzung der Managementpläne sind. Ich persönlich mich auch dafür einsetze, dass wir Zonen brauchen, in denen die Fischerei reduziert oder gar nicht stattfindet, weil wir solche Bereiche als quasi Aufzuchtstationen für die Jungfische, also als Lebensräume, wo neue Fischpopulationen, neue Fischbestände aufgebaut werden können, brauchen solche Ruhezonen, No-Take-Zones, wie man sie nennt. Und auf diesem Wege gehen wir energisch weiter voran. Das heißt, die nationalen Meeresschutzgebiete sind bereits da für die Ostsee und die dort existierenden Todeszonen. Also dort, wo kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, ist das größte Problem weiter zu hohen Nitrateinleitungen. Auch daran arbeiten wir gemeinsam mit den europäischen Partnern. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie können gleich stehen bleiben, Herr Kollege Lenkert. Sind der nächste Fragesteller. Ja, Frau Ministerin. Der Bund für Naturschutz und Umwelt hat festgestellt, dass die Insektenpopulationen weiterhin stark unter Druck stehen. Nicht nur die Anzahl der Insekten, sondern auch die Artenzusammensetzung ist eine Katastrophe. Was werden Sie zukünftig unternehmen, um diese Situation zu verbessern? Welche Maßnahmen planen Sie? Wie sehen Sie das Glyphosatverhalten der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem weiteren Insektenrückgang oder der Nichterholung der Population als Lebensgrundlage für uns Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch Europa und weltweit? Drei Punkte. Das erste ist die nationale Biodiversitätsstrategie, die wir gegenwärtig in der Befassung haben. Das wird ein relevanter Beitrag für besseren Insektenschutz sein. Das zweite ist das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das ich hier jetzt aufgrund der Zeit nicht ausführlich darstellen kann, das aber neben den Klimaschutzeffekten auch einen relevanten Effekt auf gesündere, auf intaktere Natursysteme haben wird. Und das dritte ist die Frage einer nachhaltigeren Landwirtschaft, die im Rahmen der nächsten GAP-Förderperiode auf EU-Ebene intensiv zu diskutieren ist. Und wir hier, was das Glyphosatverbot anbetrifft, am kommenden Freitag auf europäischer Ebene die nächste Verhandlungsrunde haben. Ich hoffe, dass wir hier entscheidende Schritte für den Schutz von Biodiversität vorankommen werden. Und ja, meine Damen und Herren, und die Ereignisse hier in Berlin sind dicht getaktet. Nach der Regierungsbefragung, die hier gleich zu Ende geht, geht es direkt weiter drüben in der Bundespressekonferenz. Ein Steinwurf von hier entfernt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt dort die Herbstprognose vor. Fragen bereit steht Dr. Elga Bartsch, die Abteilungsleiterin Wirtschaftspolitik im Ministerium. Und damit übergebe ich auch gleich das Wort an Herrn Habeck. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir mit ein paar Anmerkungen zu beginnen zu dem Ereignis, das seit dem Wochenende Entsetzen, Erschrecken und Vielen Dank auch für die Frage. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass das besonders sensible, besonders wichtige Lebensbereiche sind. Auch hier wird das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz und Regenerationsmaßnahmen helfen. Brauchen Sie nicht die Augen zu verleiern. Ich komme auch noch zur kleinen Wasserkraft, Herr Kollege Abgeordneter. Aber nicht jetzt. Sie wissen, dass ich mich energisch dafür eingesetzt habe, die Förderung der kleinen Wasserkraft zu beenden, weil sie für unsere Energieversorgung irrelevant ist, was die Menge anbetrifft, aber eben relevante Naturschäden verursacht. Dafür keine ausreichenden politischen Mehrheiten existiert haben und insbesondere Bayern, wo wir viele sehr wertvolle Fließgewässer haben, sich damals dagegen engagiert hat. Ich hoffe, dass diejenigen, die die Bedeutung der Fließgewässer bereits erkannt haben, weiter an diesem Thema gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Ich habe jetzt dazu drei weitere Nachfragen. Damit beende ich dann aber auch die Nachfragemöglichkeit. Zunächst aus der CDU-Fraktion. Ja, Sie. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, Sie haben jetzt mehrfach das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz angesprochen. Dort stehen 4 Milliarden Euro bereit. Wir hatten jetzt vor kurzem ein Gespräch mit den Naturschutzverbänden. Die haben befürchtet, dass dieses Geld gar nicht auf die Fläche kommt.
Ganz im Gegenteil, man spricht sogar davon, dass man auf die Eigenanteile bei Projekten verzichten will. Deshalb frage ich Sie, wie viel von diesen 4 Milliarden wurden denn jetzt in konkrete Projekte gesteckt? Danke, dass Sie mir Gelegenheit geben, dazu doch noch mal auszuführen. Wir haben dieses Programm im März im Bundeskabinett verabschiedet, danach sofort die Förderrichtlinien auf den Weg gebracht. Die ersten sind bereits in Kraft, die ersten Förderaufrufe sind unterwegs, die ersten Projektanmeldungen liegen vor. Ich habe in der letzten Woche das Kompetenzzentrum dafür eingerichtet, was eben dafür auch die Beratung organisiert, sodass gerade Kommunen, die sich daran beteiligen wollen, gute, passgenaue Angebote dann machen können. Und von daher ist das alles auf einem sehr guten Weg. Und ich freue mich, wenn das Parlament dieses Programm weiter unterstützt. Vielen Dank, Frau Ministerin. Eine weitere Nachfrage aus der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, Sie haben eben gerade das genannte ANK in den Zusammenhang mit dem Insektenschutzgesetz gebracht. Ich weiß viel über natürlichen Klimaschutz, aber den Zusammenhang zu dem Insektenschutzthema, vielleicht können Sie da noch ein paar Sekunden darauf verwenden. Sehr gerne, Herr Abgeordneter. Dem Kollegen Lenkert ging es ja auch gerade um Fließgewässer. Und wir werden mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz auch Renaturierungen an Gewässern vornehmen, an Fließgewässern unter anderem. Und wenn dort renaturiert wird, artenreiche Auen wieder entstehen, dann haben die eine höhere Biodiversität als ein intensiv genutztes Grünland, insbesondere im Boden, wo ja der größte Teil der Biodiversität zu finden ist. Das ist nicht das Ziel des Programms, sondern das Programm verfolgt das Ziel, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, in dem Kohlenstoff in die natürlichen Ökosysteme eingespeichert wird. Aber dieser Vorteil für die biologische Vielfalt findet parallel statt. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage aus der FDP-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, internationaler Meeresschutz, Sie haben es gesagt, das ist ein ganz wichtiges Thema, Wiederaufbau von Fischbeständen. Wie kann man sich den Schutz da international vorstellen? Denn schon heute sind geschützte Gebiete, zum Beispiel vor Afrikas Küsten, werden von chinesischen Flotten leer gefangen, weil sie keine Kanonenboote haben, die Staaten vor Afrika, um sich zu verteidigen. Wie stellen Sie sich bei den internationalen Meeresschutzgebieten das vor? Ich würde vielleicht, Herr Abgeordneter, ergänzen wollen, dass es nicht die Fischfangflotte einer einzelnen Nation ist, die das Problem der Überfischung erzielt hat, sondern wir ja auch in europäischen Gewässern in der Ostsee ein massives Problem mit zurückgehenden Fischbeständen haben. Das müssen wir also in allen Nationalstaaten auf internationaler Ebene anpacken. Und eben deshalb ist das BBNJ-Abkommen, also das Hochseeschutzabkommen, von so großer Bedeutung, weil wir das jetzt auf der Hohen See zum ersten Mal angehen können. Das sind 40% der Weltoberfläche, der Planetenoberfläche. Und wir werden dafür jetzt das entsprechende Regime aufbauen. Es werden dann sicherlich keine Kanonenboote auf diesen 40% der Fläche patrouillieren. Aber da ist mit Satellitentechnik ja heute bereits einiges machbar. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächster Fragesteller ist der Kollege Ulrich Lechte, FDP-Fraktion. Ich habe den Botenknopf gedrückt. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Lemke, die Frage geht an die Bundesministerin Baerbock. Ich würde gerne zurückkehren zur Außenpolitik. Und wir haben eine doch auch viel beachtete China-Strategie beschlossen. Und im Rahmen dieser China-Strategie setzen wir auf den Punkt, auch De-Risking zu machen, dass wir unabhängiger werden von Lieferketten aus China. Und mir geht es um die Entscheidung auch, die wir getroffen haben zur Ansiedlung vom TSMC-Werk in Dresden. Und dass wir auch derzeit die Debatte zu den Huawei-Komponenten haben. Ich würde Sie gerne bitten, kurz auf die Huawei-Komponenten einzugehen und wie generell die China-Strategie bereits Wirkung zeigt. Vielen Dank für die Frage, Kollege Lechte. Zum einen,
sieht man, wie schnell sich die Welt dreht und wie schnell auch in der Außenpolitik Dinge sich verändern. Wir haben die China-Strategie hier ja vor kurzem noch gemeinsam diskutiert und haben dann erleben müssen, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten, dass gerade außenpolitisch eine neue China-Karte vorgestellt worden ist von der chinesischen Regierung, was viele Nachbarländer im südpazifischen Raum, im indopazifischen Raum in Sorge versetzt. Deswegen ist aus meiner Sicht so wichtig, dass wir gerade mit Blick auf die Frage China-Strategie das hier auch immer wieder diskutieren. Für uns im Inland ist die Reduzierung von Abhängigkeiten, sei es im Chip-Bereich, sei es im Halbleiterbereich, so enorm wichtig. Das setzen wir um mit der China-Strategie, mit der Ansiedlungsstrategie. Zugleich ist Auftrag der nationalen Sicherheitsstrategie und der China-Strategie, unsere Verwundbarkeit gerade in der kritischen Infrastruktur zu reduzieren. Wir sehen das durch den Russlandkrieg. Das tun wir im Ressortkreis, überprüfen wir das. Ich möchte deutlich machen, dass es eine chinesische Sicherheitsgesetzgebung gibt, die dazu Unternehmen verpflichtet, sich im Zweifel mit der eigenen Regierung auszutauschen. Und unter diesem Gesichtspunkt sind wir auch an der Frage kritische Infrastruktur 5G entsprechend im Ressortkreis dran. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Kollege Lechner, Sie haben eine Nachfrage offensichtlich. Ja, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, dass Sie uns vielleicht auch Kenntnisse darüber geben können, wie denn die Reaktionen auf unsere Strategie waren, auch im direkten Nachbarschaft von China. Da geht es mir dann um Punkte wie Indonesien, die eigentlich sich blockfrei nennen, aber in der Frage China doch in letzter Zeit auch gewisse neue Tendenzen erkennen lassen und die Nachbarn sich ja rund um China einig sind, dass sie neue Grenzziehungen oder neue Interpretationen des internationalen Seerechts für nicht nötig halten von China, sondern diese konsequent ablehnen. Nur wir haben eine China-Strategie geschrieben, sondern sehr viele Länder auf der ganzen Welt. Mit denen sind wir intensivst im Austausch. Sie haben Indonesien angesprochen, mit Blick auf Indonesien, aber auch mit vielen anderen Ländern in der Region, zum Beispiel die Philippinen, die immer wieder davon betroffen sind, dass Fischerboote von ihnen mit Lasern geblendet werden. Da sind wir auch bei den Themen, wie sich im Zweifel Fischerei mit Außenpolitik überschneidet. Und deswegen ist es gerade für unsere Partner in der Region so wichtig, dass wir nicht nur eine China-Strategie haben, sondern der dritte Teil, der wichtige Teil der China-Strategie besteht ja auch darin, unsere Partnerschaft auszuweiten, zu diversifizieren, gerade auch mit anderen vielen kleinen Ländern im indopazifischen Raum. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat der Kollege Lenker, der ist heute sehr fleißig. Also bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Außenministerin, Sie sprachen gerade von der China-Strategie und die Abhängigkeiten zu reduzieren. Im Moment versucht die Europäische Union, die Photovoltaikindustrie, die ja leider in Deutschland kaputt gemacht worden ist, wieder zu beleben. Die Frage, die ich an Sie stelle, ist, China versucht jetzt mit Dumpingpreisen diese Entwicklung aufzuhalten. Aber ein weiteres Problem ist das die Ausschreibungskriterien innerhalb der Europäischen Union. Werden Sie sich in Brüssel dafür einsetzen, dass, wenn eine solche Wiederansiedlung von Industrien gelingt, diese durch eine Änderung der Ausschreibungskriterien vor chinesischer Billigkonkurrenz geschützt werden? 25 Sekunden, insbesondere mit der Rückfrage. Sie müssen ja sagen, welche Ausschreibungsbestimmungen, die Sie da entsprechend meinen. Im Rahmen des Binnenmarktes haben wir ja Vorgaben, aber können wir das machen oder ist das hier gegen die Geschäftsordnung? Frau Präsidentin, es ist tatsächlich gegen die Geschäftsordnung. Wir können das nicht machen. Das gut, dann sage ich es mal so. Dann sage ich es mal so. Also weswegen die Solarbranche hier eingebrochen ist, weil wir von heute auf morgen in vergangenen Regierungen die Förderung eingestellt haben. Dramatisch gerade auch für Ostdeutschland. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Deswegen tun wir alles dafür, hier wieder Ansiedlung zu stärken. Und natürlich wäre es fatal, wenn dann Dumpingprodukte genau das untermauern können. Deswegen ist für uns wichtig, auch von Seiten der EU-Kommission, Einhalten von internationalem Recht, WTO-Recht, Anti-Dumping-Maßnahmen zu betreiben und auch bei öffentlichen Aufträgen, falls das Ihr Punkt ist, deutlich zu machen, dass nicht nur das billigste Angebot, sondern das nachhaltigste und vor allen Dingen auch die Frage der Stärkung des eigenen Standortes mit eine Rolle spielen kann. Das war ich ja sehr großzügig. Also eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Außenministerin. Chinesische Technik ist auch in unseren Sicherheitsbehörden. Zum Beispiel bei der Bayerischen Landespolizei wurde unter der CSU geführten Staatsregierung Drohnen für die Grenzpolizei beschafft. Wie schaffen wir es denn, dass auch die Landesregierungen ein bisschen Naivität abgeben und sensibler werden beim Einsatz von chinesischer Technik in ihren Sicherheitsbehörden?
mit Blick auf die China-Strategie als auch die nationale Sicherheitsstrategie können wir unsere Sicherheit nur gemeinsam stärken, indem wir das von europäischer Ebene, Bundesebene, Landesebene, kommunaler Ebene gemeinsam machen. Und deswegen hatten wir diesen großen Prozess im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie und auch der China-Strategie, dass wir mit den Bundesländern intensiv im Austausch waren, zum Beispiel Baden-Württemberg intensiv im Austausch, auch mit vielen Unternehmen vor Ort, wie das mit Blick auf die Wirtschaftspolitik ist. Ich war auch bei den Innenministern, wo wir das gemeinsam besprochen haben. Und diese Dauereinladung bzw. der Daueraustausch gilt weiter. Und auch unser Angebot bzw. ich bei schwierigen Fragen gerne mit der Expertise des Auswärtigen Amtes, des BMIs, beraten zu lassen, weil man, das BMI sitzt auf der anderen Seite, beiden beraten zu lassen, wenn man nicht so genau sicher ist, wer eigentlich dieser Anbieter an entsprechender Stelle ist. Aber wir kriegen die Sicherheit nur gemeinsam hin. Kaum ist man großzügig, wird es ausgenutzt. Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Nachfragen hierzu gibt es nicht. Als nächste Nachfragerin, als nächste Fragestellerin hat die Kollegin Anja Weisgerber, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrte Frau Bundesumweltministerin Lemke, der Druck durch den Wolf ist in vielen Regionen Deutschlands untragbar. Die Bestände wachsen stetig und ungebremst. Es reicht nicht, die Bejagung von Problemwölfen zu erleichtern. Was wir brauchen, ist, dass wir die Bestände kontrolliert klein halten können, und zwar schadensunabhängig und anlasslos. Frau Ministerin, warum lassen Sie die Weidetierhalter in den ländlichen Räumen so im Stich? Warum kündigen Sie nur an? Und warum sagen Sie nicht hier im Hohen Haus, was Ihr Konzept ist? Werden Sie vorschlagen, dass die Bestände auch anlasslos klein gehalten werden können und die Bejagung ausgeweitet wird? Frau Abgeordnete, ich weise zunächst zurück, dass ich die Weidetierhalter im Stich lasse. Sie wissen, dass ich mich in den letzten Legislaturperioden aufs Energischste für eine Weidetierprämie für die Schafhalter eingesetzt habe und die Bundesregierung diese jetzt zum 1. Januar diesen Jahres ermöglicht. Mir sind die Weidetierhalter ein Herzensanliegen, weil die Schafhaltung in unserem Land Tradition hat, hier behalten werden sollte, auch was die Wanderschäferei anbetrifft. Ich finde, dass wir zu wenige haben, aber viele wollen diesen schweren Beruf eben nicht mehr ausüben. Also meine Solidarität gilt den Weidetierhaltern und deshalb werde ich morgen meine Vorschläge für eine bessere Wolfsregulierung vorlegen. Wir werden die selbstverständlich dann auch hier im Hohen Hause diskutieren. Der Umweltausschuss hat ein hohes Interesse an dieser Thematik, das ist mir sehr wohl bewusst. Und wir werden dies gemeinsam mit den Ländern, mit dem Deutschen Bundestag und mit der Praxis diskutieren. Mir ist es ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass wir eine schnelle, eine unbürokratische Lösung finden. Daran wird sich mein Vorschlag orientieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Wasker. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Es reicht eben nicht, die Weidetierhalter nur auf Entschädigungen zu verweisen. Sie möchten schlicht und einfach ihre Tiere halten können. Deswegen nochmal die Nachfrage. Werden Sie vorschlagen, dass die Bestände auch anlasslos kontrolliert klein gehalten werden können, dass die Bejagung ausgeweitet wird? Und werden Sie auf der Basis der neuen Zahlen, die Sie jetzt gestern veröffentlicht haben, der wachsenden Bestände auch für eine Herabsetzung des Schutzstatuses auf EU-Ebene eintreten? Sie weisen richtigerweise darauf hin, dass das BfN, also das Bundesamt für Naturschutz, gestern die aktuellen Zahlen veröffentlicht hat, die aber auch fortwährend auf der Website jeweils quasi jeden Tag, jeden Monat nachzulesen sind. Danke für diese Klarheit nochmal, dass die Zahlen da sind, dass sie veröffentlicht sind und jeder sie heranziehen kann. Das Zweite ist, dass ich die Weidetierhalter nicht nur auf Entschädigung vertröste, sondern dass ich ja eben noch mal dargelegt habe, dass wir eine Weidetierprämie, also eine Pro-Kopf-Prämie eingeführt haben, um die schlimme ökonomische Situation der Weidetierhalter damit zumindest abzumildern. Und ich werde, was die Wolfsregulierung anbetrifft, meine Vorschläge morgen machen. Diese müssen selbstverständlich europarechtskonform sein. Gut. Ich gehe davon aus, dass das auch die CDU-Bundestagsfraktion so sieht. Auch daran wird sich der Vorschlag orientieren müssen. Vielen Dank. Ich habe jetzt drei Nachfragen. Drei. Der Kollege Hoffmann ist der Nächste und das reicht dann auch für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie mir das Recht der Nachfrage hier einräumen. Nochmal zu Wolf und Weide. Wir haben in Südbaden etwas andere Verhältnisse wie in der Niederdeutschen oder in den flachen Ländern im Norden.
Die Wolfsschutzmaßnahmen sind ungleich schwieriger durchzusetzen. Wir haben eine Nebenerwerbslandwirtschaft, wir haben keine Vollerwerbslandwirte etc. Ist eine besondere Situation. Und Sie haben gesagt, Sie lassen die Weidetierhalter nicht im Stich. Im Schwarzwald haben wir Wald und Weide in Gemengelage. Und ich frage Sie, wann kommen Sie nach Südbaden und schauen sich das mal ganz konkret vor Ort an? Weil die Situation ist einfach anders und das muss einfach auch nachgeführt werden in den gesetzlichen Maßnahmen und Unterstützung zu den Weidetierhaltern. Vielen Dank auch für die Frage, Herr Abgeordneter. Zunächst ist ja mal gut, dass unser Land vielfältig ist und es nicht überall gleich aussieht, sondern verschiedene Landschaften existieren. Ich kann Ihnen sagen, dass ich im Sommer diesen Jahres einen Schafhalter in Brandenburg besucht habe, um selber auszuprobieren, wie das mit dem Zäunen sich denn nun anfühlt. Also praktisch anzufassen, nicht nur hinzuschauen. Und auch wie ein niedriger und ein höherer Zaun sich im Unterschied bei dem Zäunen, also beim Aufstellen des Zaunes tatsächlich anführt. Ich war in der Tat noch nicht in Südbaden, aber vielleicht kann ich das Allgäu als Ersatz anbieten. Nein, okay, aber es war einen Versuch wert. Also ich will jetzt nicht sagen, aber meine geografischen Kenntnisse sagen, dass das Allgäu anders aussieht als Südbaden, aber... Ich komme ja nur von der Küste, da haben wir keine Berge. So, nächster Nachfrage ist der Kollege Bleck, AfD-Fraktion. Frau Ministerin, europäische Regeln muss man nicht nur verwalten, man kann sie auch gestalten. Ich greife nochmal die Frage auf von Frau Weisgerber. Setzen Sie sich dafür ein, auf europäischer Ebene den Wolf Canis lupus von Anhang 4 in Anhang 5 der FFH-Richtlinie zu überführen und eine Zusatzfrage im Grunde genommen, die hängt aber damit direkt zusammen. Sind Sie der Meinung, dass Canis lupus, also die zentraleuropäische Flachlandpopulation, wirklich gefährdet ist? Danke. Ich kann Ihnen noch mal versichern, dass die Vorschläge, die ich machen werde, europarechtskonform sind. Es gibt Vorschläge im öffentlichen Raum, die das nicht sind. Und man muss zur Aufklärung in dieser Debatte vielleicht auch noch mal beitragen, dass ein guter Erhaltungszustand, das ist ja eine Forderung, diesen festzustellen, die häufig vorgetragen wird, eben nicht dazu führen würde, dass man dann anlasslos Wölfe abschießen kann, sondern auch das Feststellen des guten Erhaltungszustandes würde immer noch nach sich ziehen, dass es eine Einzelfallbetrachtung braucht, weil der Wolf ein Säugetier ist, weil er eine geschützte Art ist. Und ich will auch hier aus meiner Rede in der letzten Woche noch mal appellieren, lassen Sie uns bitte nicht vergessen, dass es ein Säugetier ist, das Leiden empfindet, das in einem Familienverband lebt. Wir werden gute Vorschläge machen zum besseren Management, aber lassen Sie uns auch das Maß wahren. Jawohl, letzte Fragestellerin in dieser Runde ist die Kollegin Dr. Kersten, SPD-Fraktion. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich hätte eine Nachfrage dazu. Sie haben gesagt, Sie würden morgen Ausführungen dazu machen. Wie wird es sich darstellen mit dem Herdenschutz? Da ich davon ausgehe, dass mehr oder weniger, wenn wir 10 Wölfe haben, die eine Herde umkreisen, reicht es nicht, wenn wir einen abschießen. Man müsste sie alle abschießen und das ist komplett europarechtswidrig. Und deshalb wäre der Herdenschutz für mich die wichtigste Aufgabe, die wir im Herdenmanagement machen. Wie Sie das morgen vielleicht ausführen würden? Vielen Dank, Frau Abgeordnete, auch für diese Frage, weil sie wirklich noch mal den Blick darauf richtet, dass Herdenschutz unabdingbar bleibt. Auch wenn mehr Wölfe geschossen würden in unserem Land, bräuchte man den Herdenschutz, weil ansonsten ja ungeschützte Tiere vorhanden wären und diese dann weiter gerissen würden. Für den Herdenschutz ist das Landwirtschaftsministerium federführend zuständig. Wir haben ja aber eine gute Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Und ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir auch möglichst gemeinsame Regelungen diesbezüglich treffen und das Augenmerk beim Herdenschutz bleibt, definitiv. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bevor wir zum nächsten Fragesteller kommen, muss ich eine kurze Nachfrage von Herrn Staatsminister AD Hoppenstedt beantworten, warum ich die Nachfrage eines CDU-Abgeordneten nicht zulasse. Das steht ja in meinem Ermessen. Ich will nur sagen, warum nicht. Wer sich bereits meldet, bevor die ursprüngliche Fragestellerin ihren ersten Satz formuliert hat, dokumentiert damit, dass er in seiner Fraktion nicht mit der notwendigen Redezeit bedacht worden ist. Und das dient hier... Also ich hab aus der FDP-Fraktion auch jemanden nicht dran genommen. Also bei aller Liebe. Nicht? Wir können das jetzt auch weiter ausdiskutieren. Wir diskutieren das jetzt nicht hier, sondern im Ältestenrat gerne. Nächster Fragesteller ist der Kollege Daniel Rickert, FDP. SPD-Fraktion.
Herr Hauptmann, wir haben eine Geschäftsordnung. Wir können das morgen im Ältestenrat diskutieren. Die Geschäftsordnung gilt. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin Lemke, die Europäische Kommission, Europa in Gänze, hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 schadstoffneutral und klimaneutral zu sein. Und deswegen werden gerade natürlich viele Regelungen eben entsprechend auf den Weg gebracht. Ein Thema, das die Kommission auf den Weg gebracht hat, ist das Thema saubere Luft im Rahmen der europäischen Luftqualitätsrichtlinie. Die Verhandlungen laufen. Können Sie etwas zum Sachstand der Verhandlungen sagen und wie sich die Bundesregierung positioniert? Vielen Dank, Herr Abgeordneter, auch für diese Frage und einen Komplex, der manchmal ein bisschen unter dem Radar durchfliegt. Das heißt, der Schutz unserer Bevölkerung vor Schadstoffen, sei das im Wasser, sei das im Boden oder in diesem Fall eben in der Luft. Und Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Verhandlungen gegenwärtig laufen und sich die Bundesregierung in den Abstimmungen befindet. Deshalb kann ich zum gegenwärtigen Sachstand leider keine Ausführung machen, weil die internen Beratungen noch nicht abgeschlossen sind. Eine Nachfrage. In der Debatte ist ja momentan eben auch immer wieder, dass es durch diese Luftqualitätsrichtlinie, die Kommission vorgeschlagen hat, zu Abschaltungen bei Industrieanlagen, zu weiteren Fahrverboten kommen würden. Wie schätzen Sie die Situation, die Lage ein? Ich bin dafür, dass wir das, was unsere hochinnovative deutsche Industrie, das Handwerk, der Mittelstand zu bieten hat an technologischen Innovationen, nutzen, um auch im Bereich des Umweltschutzes voranzukommen. Das haben wir beispielsweise im Kraftfahrzeugbereich mit den Euro 6, Euro 7 Normen immer wieder getan. Das ist im Interesse der deutschen Automobilindustrie gewesen. Das hat technologische Innovationen hervorgebracht. Und deshalb habe ich nicht die Sorge, dass es dadurch Abschaltungen erzeugt werden, sondern Abschaltungen werden ja vorgeschrieben, wenn die Luftqualität nicht eingehalten wird. Wir müssen aber selbstverständlich gerade in diesen Zeiten die Anforderungen aus der Industrie mit dem Gesundheitsschutz in eine gute Übereinstimmung bringen. Daran arbeiten wir in der Bundesregierung gemeinsam. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Dr. Kraft, AfD-Fraktion. Danke, Herr Präsident. Ja, der Kollege Ringert hatte gerade angesprochen, dass das Ziel eine schadstoffneutrale Umgebung in der EU sei. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie das gehen soll, wenn gleichzeitig Deutschland auf eine erneuerbare oder grüne Energieversorgung, die CO2-neutral sein soll, unter der natürlich riesige Mengen an Wasserstoff als gebundener Ammoniak per Schiff nach Deutschland gebracht werden. Ammoniak ist ein Schadstoff, Ammoniak ist ein Gewässergift, ein giftiges Gewässergift. Und natürlich wird in den absolut zulässigen Schlupfmaßnahmen an Ventilen und Dichtungen werden große Mengen an Ammoniak in die Umwelt freigesetzt werden. Wie kann man eine schadstoffneutrale Politik verfolgen, wenn man gleichzeitig eine Politik verfolgt, riesige Mengen an Ammoniak ins Land zu holen? Auch zu der Frage des Aufbaus des Wasserstoffnetzes und den dafür erforderlichen Anlagen befindet sich die Bundesregierung gegenwärtig noch in Abstimmungen. Und selbstverständlich muss, wie auch in der gegenwärtigen Nutzung, dem gegenwärtigen Einsatz von Ammoniak dabei die Sicherheit von Luft, Boden und Wasser gewährleistet sein. Es ist ja kein neuer Stoff, der jetzt irgendwie auftaucht, sondern mit Ammoniak wird in vielen Industrieprozessen gegenwärtig schon gearbeitet mit entsprechenden Sicherheitsauflagen. Und das trifft dann natürlich auch für diesen Bereich zu. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich wende mich jetzt an Sie als Wahlkreisabgeordnete aus der Flughafenregion Freising. Dort geht es auch um saubere Luft, um den Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner. Und die bayerische geführte Staatsregierung verhindert seit Jahren die Messung von Ultrafeinstaub auf dem Flughafengelände. Was können Sie tun, um mit mir die bayerische Staatsregierung zu überzeugen, hier Messungen durchzuführen, wie es zum Beispiel auch in Frankreich der Fall ist? Auch für diese Frage herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Beim Ultrafeinstaub ist die Situation ja so, dass es ein bisher wenig beachtetes Problem, außer natürlich in Ihrer Region ganz offensichtlich ist, bisher zu wenig Erkenntnisse vorgelegen haben, welche gesundheitsschädlichen Auswirkungen Ultrafeinstaub haben kann, eben weil er aufgrund der Partikelgröße sehr tief in die Lunge eindringen kann.
Und deshalb ist es so, dass verschiedene Forschungsvorhaben unter anderem durch das Umweltbundesamt oder auch das Land Bayern zum Ziel haben, die Gesundheitsbelastung durch höhere Ultrafeinstaubkonzentrationen in der Nähe von Flughäfen zu ermitteln, also noch nicht zu reduzieren erstmal, sondern zu ermitteln. Und die Bundesregierung den Vorschlag der Europäischen Kommission unterstützt, im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinie eine Messverpflichtung für Ultrafeinstaub einzuführen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Eine weitere Nachfrage, die Kollegin Kalischek, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Ministerin, die Unternehmen stecken mitten in einem Transformationsprozess, der aber ganzheitlich ist. Und wenn die sich jetzt sehr darauf konzentrieren, alles Kapital, was sie an Investitionen zum Thema Verbesserung in Luftreinhaltung stecken müssen, können sie den ganzheitlichen Prozess nicht fortsetzen. Glauben Sie, dass dieses Gegeneinander ausspielen von sich ganz nur stützen auf bessere Luft am Ende die Fragen von nachhaltigen Produktionsprozessen nicht konterkariert? Ich werde mich immer dagegen aussprechen, notwendige Ziele, die unsere Gesellschaft verfolgt, gegeneinander auszuspielen. Also in diesem Falle Industriepolitik gegen Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung. Ich glaube, dass das Parlament gut beraten wäre, wir alle gut beraten wären, wenn wir solche Ziele nicht gegeneinander ausspielen. Und wenn ich das ganz konkrete Beispiel der Euro-7-Norm nehme, ich habe darüber sehr viele Gespräche mit den Industrievertretern, mit dem Automobilverband, mit den CEOs von Automobilherstellern geführt, die die Einführung von Grenzwerten für Reifenabrieb und Bremsenabrieb, die ja über Euro-7 jetzt das erste Mal eingeführt wird, begrüßt haben und unterstützt haben, weil damit auch technologische Innovationen auf den Markt gebracht werden. Vielen Dank. Weitere Nachfragen hierzu sehe ich nicht. Dann ist der wahrscheinlich letzte Fragesteller der Kollege Harald Weil, AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin Baerbock, es ist jetzt schon einige Tage her, wo die italienische Regierung Deutschland vorgeworfen hat, durch die Finanzierung sogenannter Seenotretter im Mittelmeer, die Menschenhändler und Schlepper zu unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich vor einigen Tagen von der Finanzierung dieser Seenotretter, der sogenannten, im Mittelmeer distanziert. In der Presse hieß es dann, dass das Auswärtige Amt sie in personam den widersprechen und die Zahlungen an solche Organisationen weiterlaufen sollen. Frage: Hat das Auswärtige Amt Kenntnisse über die Zusammenarbeit zwischen Menschenhändlern und sogenannten Seenotrettern? Und warum will es deren Finanzierung trotzdem fortsetzen? Wie schon bei der humanitären Hilfe ist das in all unseren Bereichen, wo wir andere dabei unterstützen, Aufgaben auszuführen, so dass wir natürlich alle unsere Partner immer wieder überprüfen, die Auszahlung von Geldern überprüfen. Das ist bei der humanitären Hilfe so, das ist bei der Stabilisierungshilfe so, das ist bei der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik so und das ist auch mit Blick auf die Seenotrettung so. Wir haben auch mit der italienischen Regierung darüber in den letzten Monaten Gespräche geführt und wir setzen den Auftrag des Deutschen Bundestages, der uns das auf den Weg mitgegeben hat, entsprechend um in diesem Haushaltsjahr und auch entsprechend in den nächsten Haushaltsjahren. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Frau Ministerin, Thies Gundlach, der Vorsitzende des Vereins United for Rescue, der bis 2026 mit 2 Millionen Euro ausgestattet wurde, aus dem Bundeshaushalt ausgestattet werden soll und wurde. Zugleich ist er bekanntlich der Lebensgefährte Ihrer grünen Parteifreundin und Bundestagsvizepräsidentin Frau Göring-Eckardt. Hat das Auswärtige Amt Kenntnisse über weitere personelle Verknüpfungen zwischen der Partei der Grünen oder auch der Linken oder auch einer anderen sogenannten demokratischen beziehungsweise dämonischen Partei? Ihre Faktenlage ist nicht korrekt. Es gab eine Empfehlung des Deutschen Bundestages, wie wir auszahlen sollten. Darunter war auch United for Rescue. Wir haben mit Blick auf unsere Prüfung, mit Blick auf die Gespräche, die wir auch mit unterschiedlichen Akteuren geführt haben, auch mit den Haushälterinnen und Haushältern des Deutschen Bundestages einen anderen Weg geführt. Deswegen entspricht das nicht der Faktenlage, was Sie hier gerade vorgetragen haben, sondern wir haben unterschiedliche NGOs, die das ausführen, nicht die von Ihnen genannte im Übrigen auch.
auch in Italien vor Ort, auch an Land, nämlich auch um dort zu unterstützen, auch mit Blick auf die italienische Situation. Deswegen müsste Ihre Faktenlage da entsprechend erneuert werden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mit diesen Worten beende ich die Befragung der Bundesregierung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20-8635 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe zunächst auf den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes. Zur Beantwortung steht bereit Herr Staatsminister Carsten Schneider. Ganz klar, Moment, wir warten noch. Zwei Minuten. So, ich rufe auf die Frage 1 des Abgeordneten Bernd Schattner, AfD-Fraktion, betreffend die aktuellen Probleme in Deutschland. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Kollege, der Bundeskanzler hat im Bundestag in der Generaldebatte am 6. September 2023 ausführlich zur Politik der Bundesregierung gesprochen und würde dies auch in der nächsten Generaldebatte am 29. November 2023 tun. Im Übrigen besteht für alle Abgeordneten die Möglichkeit, den Bundeskanzler persönlich in der Regierungsbefragung am 15. November 2023 Fragen zu stellen. Vielen Dank. Sie haben eine, ja, Herr Brandner, für den Inhalt der Fragen und Antwort bin ich nicht verantwortlich. Ich bin nur für das Aufrufen. Herr Schattner, Sie haben eine Nachfrage, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär. Ja, die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte ja aus Sicht des Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr um 0,5% zurückgehen. Deutschlands Wirtschaft wird demnach dieses Jahr als weltweit einzige große Volkswirtschaft schrumpfen. Im ersten Halbjahr meldeten die Amtsgerichte hierzulande 8.571 Unternehmensinsolvenzen und damit 20,5% mehr als ein Jahr zuvor. Dazu kommen mittlerweile wieder Spritpreise von rund 2 Euro je Liter ins Spiel. Strom- und Gaspreise sind nach wie vor unbezahlbar teuer. Kümmert sich der Bundeskanzler hier noch wirklich um das eigene Volk oder werden die Rekordsteuereinnahmen in die Ukraine, nach Amerika oder jetzt ganz neu in den Nahen Osten transferiert? Die Bundesregierung, der Bundeskanzler kümmert sich natürlich um Deutschland, löst auch deren Probleme. Einige davon sind außenpolitischer Natur und selbstverständlich auch unsere Verpflichtung. Weitere sind ökonomischer Natur. Ich darf anmerken, dass wir mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Wachstumschancengesetz einen ersten Schritt auf den Weg gebracht haben, um zu mehr Dynamik zu kommen. Richtig ist, in diesem Jahr werden wir eine Reduktion des Bruttoinlandsprodukts um 0,5% erleben. Das ist angesichts der Prognosen, die wir bei der Abhängigkeit von russischem Gas 60% in unserer Energieversorgung an Wachstumseinbußen hatten zu Beginn der Krise, nämlich von minus 10%, so sind wir, nachdem wir LNG-Terminals installiert haben, indem wir die Gasversorgung sichergestellt haben, indem wir gespart haben, mit 0,5% mit einer Schramme davongekommen. Und deswegen, glaube ich, ist von den Prognosen her minus 10 seinerzeit von wesentlichen und führenden Ökonomen prognostiziert. Auf heute 0,5, das ist ein relevanter Beitrag auch der Politik, dass wir Sicherheit in der Versorgung haben und auch im nächsten Jahr wieder Wachstum. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Nachfragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 2 des Abgeordneten Bernd Schattner betreffend die Positionierung des Bundeskanzlers zur Erweiterung des Bundeskanzleramtes. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay, dann bleiben wir noch bei Punkt 1. Sie haben eine zweite Nachfrage. Ja. Gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gut, über das Thema Gas könnte man jetzt auch noch lange streiten, nachdem Putin ja angeboten hat, Deutschland wieder zu beliefern. Aber kommen wir auf ein anderes Problem zu sprechen, die massive Flüchtlingskrise. Von Januar bis September wurden in Deutschland insgesamt 251.213 Asylanträge gestellt. Das sind bereits mehr als im gesamten Jahr 2022. Und demnach wurden seit Jahresbeginn bis Anfang Oktober 801.459 Asylanträge in der EU gestellt. Das ist der höchste Wert im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen seit 2016. Demnach nimmt Deutschland dann in diesem Jahr bereits 32% aller Flüchtlinge auf der EU auf. Und deshalb muss ich nochmal nachfragen, kümmert sich der Kanzler hier wirklich noch um die Probleme von Deutschland oder kümmert sich nicht vielmehr um die gesamten Probleme der EU? Naja, Deutschland ist als eine der führenden wirtschaftlichen Nationen, aber natürlich in der politischen Verantwortung innerhalb der Europäischen Union Verantwortung zu übernehmen. Dementsprechend natürlich auch zu unseren humanitären Verpflichtungen. Da wollen wir auch klar sagen, dass wir
insbesondere mit der Einladung der Ressortabstimmung heute zu den Rückfuhrabkommen, einen wesentlichen Schritt machen, um die irreguläre Migration zu begrenzen und auch für eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu sorgen. Vielen Dank. Nun kommen wir zur Frage 2 des Abgeordneten Bernstadtner betreffend Positionierung des Bundeskanzlers zur Erweiterung des Bundeskanzleramtes. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Die Realisierung des Erweiterungsbaus ist erforderlich, da die Notwendigkeit einer funktionalen Regierungszentrale gerade in Krisenzeiten besteht. Darauf hatte der Bundeskanzler bereits in der Regierungsbefragung im Bundestag vom 29. März 2023 hingewiesen. Diese Einschätzung gilt für uns weiterhin fort. Ja, bitte eine Nachfrage, Herr Kollege Schottner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gut, das scheint selbst ja in Ihrer Koalition umstritten zu sein. Finanzminister Christian Lindner sagte im März diesen Jahres, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich sei. Zudem ist der geplante Neubau, wenn man ihn zusammenrechnet, größer als das Weiße Haus, der Élysée-Palast und die Downing Street in England zusammen. Inzwischen gehen Experten von steigenden Baukosten und mindestens einer Milliarde Kosten aus. Was wurde aus Lindners Vorstoß, den Bau des Kanzleramtes zu stoppen? Und sollte man nicht in diesen schwierigen Zeiten Solidarität mit der Bevölkerung zeigen und den Bau stoppen bzw. verhindern? Gut, der Bundeskanzler, die Bundesregierung ist geschlossener Auffassung, dass dieser Erweiterungsbau notwendig ist. Ausschlaggebend für die Größe eines Baus ist die Anzahl der Beschäftigten, die vom Deutschen Bundestag festgelegt wird. Im Haushaltsplan. Im Stellenplan. In den letzten 20 Jahren seit dem Berlin-Umzug ist das Bundeskanzleramt aufgabenbedingt auf die jetzig notwendige Größe angewachsen. Die Bauarbeiten haben planmäßig Ende des Jahres 2022 begonnen und schreiten zügig voran. Sie verlaufen termingerecht und finden sich im Kostenrahmen. Mit einer Baufertigstellung ist im Jahr 2028 zu rechnen. Eine weitere Nachfrage, bitte. Wunderbar, Herr Staatssekretär, dass Sie gerade das Thema Personal ansprechen. Laut Haushaltsplan 4 des aktuellen Haushaltsplans 2023 sind die Personalausgaben für das Bundeskanzleramt von 53 Millionen im Jahr 2021 direkt nach Amtseinführung auf 57,6 Millionen im Jahr 2022, das heißt um 4,6 Millionen angestiegen. Für was brauchen Sie eigentlich in den heutigen Zeiten so viel Personal, wenn Sie doch gleichzeitig davon sprechen, Bürokratie abbauen zu wollen, oder brauchen Sie schlicht und ergreifend das Personal, damit sich unser Kanzler die Politik erklärt? Lassen kann. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, kann ich sehr direkt darauf antworten, denn einer der Verursacher steht vor Ihnen. Mit der Umsiedlung des Instituts, des Ostbeauftragten vom Wirtschaftsministerium zum Kanzleramt, was ich persönlich für eine richtige Entscheidung halte, sind auch die damit einhergehenden Stellen umgesiedelt worden vom Wirtschaftsministerium in den Etat des Kanzleramts. Und auch so erklärt sich die Stellen, nicht die Erweiterung, sondern die höhere Ausbringung von Stellen, aber es ist lediglich eine Umschichtung im Gesamtetat. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, auch nur eine des Kollegen Brandner. Ja, beim Kanzleramt reden wir über ein Ausgabevolumen von etwa 700, 800 Millionen Euro Stand heute. Wahrscheinlich wird eine Milliarde draus oder vielleicht auch zwei, wenn wir uns die Baupreisentwicklung in Deutschland anschauen. Es geht um mehrere 10.000 Quadratmeter Büroraum, die dazukommen sollen. Etagenhohe Wintergärten, extra Brücken, ein Hubschrauberlandeplatz in luftiger Höhe. All das scheinen Sie für unverzichtbar zu halten. Wir hatten ja als AfD mal einen Antrag eingebracht, das Ganze zu stoppen. Sogar die CDU war da nicht mehr weit davon entfernt. Wie ist denn unter diesen offenbar ja zurzeit unerträglichen Arbeitsbedingungen eine Regierungspolitik überhaupt möglich? Abgeordneter Brandner, die Mitarbeiter des Kanzleramtes sind auf verschiedene Dienststellen verteilt, so zum Beispiel auch meine Mitarbeiter meines Arbeitsstabes im Kapelleufer, im BMBF. Ich bin dankbar dafür, dass wir dort kurzzeitig untergekommen sind. Allerdings ist auch für den Arbeitszusammenhang, insbesondere einer Regierungszentrale, die enge Begegnung und der Austausch notwendig. Aus diesem Grund danke ich auch dem Deutschen Bundestag für die Bereitstellung der Mittel, dass wir den Etat dass wir das Kanzleramt an die Größe der Person auch letztendlich mit Baumaßnahmen anpassen können. Vielen Dank. Weitere Nachfragen hierzu gibt es nicht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 3 der Abgeordnete Dr. Christiane Schenderlein, CDU-CSU-Fraktion, betreffend den Bezug von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie durch nicht förderungsberechtigte Kultureinrichtungen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, Frau Kollegin, bislang haben 90 Einrichtungen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf der Plattform des Kulturfonds Energie des Bundes eine Energieversorgung mit Öl anzuzeigen und entsprechende Verbrauchsdaten zu hinterlegen. Das ist Stand 2. Oktober 2023. Eine belastbare Darlegung der Mehrkosten erfolgte dabei leider nur sehr vereinzelt. Aufgrund dessen sind die gewonnenen Erkenntnisse noch gering. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags wird von uns dazu so bald wie möglich informiert.
Frau Kollegin, Sie haben eine Nachfrage, bitte schön. Herr Präsident, vielen Dank, Herr Staatsminister. Zunächst